Disclaimer: In H.P. Lovecrafts Werken sind Themen wie Rassismus und Fremdenfeindlichkeit keine Seltenheit. Auch sein Frauenbild war ein Produkt seiner Zeit. Beides sollte aus heutiger Sicht kritisch betrachtet werden. Auch wenn wir Lovecrafts Werke schätzen, verurteilen wir diese Sichtweise. Die Miskatonic-Universität. Wir lesen Lovecraft. In dieser Folge befinden wir uns im einsamen Schweigen dieser altersgrauen und verlassenen Totenstadt, die tropfend ist vom widerwärtigen Wundsekret des Erdinneren. Und damit herzlich willkommen zur Miskatonic-Universität. Folge 14. Da, da, da. Die Aussage des Randolph Carter. Wir haben die 13. Folge überstanden und uns ist bis jetzt nichts passiert. Ja, und wir haben uns auch nicht zerstritten und jeder ein eigenes Solo-Projekt angefangen. Das würde ich nicht schaffen. Also, naja, du könntest natürlich meine Hörbücher mit der Community als mein Solo-Projekt betrachten. Von daher kannst du mir jetzt einen Höhenflug vorwerfen und mich ankreiden. Nein. Gut. Ja, aber ihr könnt euch auch zu dieser Folge, wenn ihr das nicht schon gemacht habt, unser Hörbuch anhören zu die Aussage des Randolph Carter, findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Wer die Geschichte also noch nicht gelesen hat, der drückt jetzt auf Stopp und geht zu unserem YouTube-Kanal. Genau, hört sie euch an. Die ist echt gut. Dankeschön. Und bevor wir jetzt in die Bibliothek gehen, Jens, habe ich noch einen wirklich amüsanten Fun-Fact für dich, der dich unglaublich freuen wird. Was? Pass auf, du hast ja in den letzten Folgen immer wieder betont, oh Mann, wir sind immer noch im Jahr 1919. Ja. Oh Mann, ich weiß langsam nicht mehr, was ich über Lovecrafts Leben zu dieser Zeit noch erzählen soll. Oh Mann, hoffentlich ist es bald vorbei. Erinnerst du dich? Ja. Ja, ich habe mal für dich durchgezählt. Also wir hatten jetzt im Jahr 1919 7 Geschichten. Ja. Weißt du, was dich im Jahr 1920 erwartet? Oh. 14! 14! Aber pass auf, eine davon ist verloren gegangen. Okay. Eine davon ist The Street, die wir schon hatten. Gott sei Dank. Und eins ist ein Prosagedicht. Aber damit verbleiben noch 11 weitere Geschichten für dich im Jahr 1920. Es wird also ein langes, langes Jahr. Oh Mann. Ja, also teil dir deine Infos über sein Leben im Jahr 1920 gut ein. Am besten machst du 11 Portionen daraus. Aber es kann ja nicht immer nur einen Satz und nächste Woche geht's weitermachen. Naja, warum nicht? Auf die Weise würden dann unsere Folgenlänge ein bisschen kürzer. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass ich so viel über Lovecrafts Leben erzähle. Grundsätzlich, weil du einfach so eine Plaudertasche bist und immer viel zu viel redest. Also dein Redeanteil in unserem Podcast, Jens, muss ich mal sagen, ist exorbitant. Wirklich. Erzählst doofe Sachen. Ist gar nicht wahr. Gelugt. So, so. Ja, ja. Na, aber das wollte ich dir nur schon mal vorab geben, falls du jetzt vorhast, dann irgendwie in der nächsten Folge uns mit Informationen über 1920 zu überschwemmen, überlegst dir gut. Dann habe ich es durch. Ja, naja. Er schreibt die ja über die Monate verteilt. Dann kannst du ja auch so gucken, was über die Monate verteilt in seinem Leben so passiert. Und dann halt wirklich immer das, was dann zu der Zeit passend ist, zu den Geschichten erzählen. Na, dass du uns jetzt nicht, wenn wir eine Geschichte im Januar haben, erzählst, was er Weihnachten gemacht hat, ist ja irgendwie klar. Vielleicht sind aber auch langweilige Monate dabei. Aber ich glaube, wir schweifen komplett vom Thema ab. Okay, ich wollte dich auch nur vorab schon mal amüsieren mit dieser Aussicht. Yay. Yay. Also, gut. Hast du noch was für vorab? Nein. Mhm. Ich auch nicht. Gut, dann hinein. In die Bibliothek. Wir begeben uns in einen geheimen Raum in der Ohrenbibliothek. Unter Dr. Armitages wachsamen Augen lesen wir das nächste Werk von H.P. Lovecraft. Ja, das erste Mal, naja, nee, jetzt sind wir mal wieder nicht in den Traumlanden. Glaube ich, sondern wir sind in unserer Welt. Glaube ich. Was denkst du? Wer weiß das schon so genau. Ja, okay. Aber wir sind zumindest nicht in irgendwelchen pseudo-griechischen Orten unterwegs. Das stimmt. Sondern wenn überhaupt, dann in einem Zypressensumpf bei der Gainesville-Mautstraße. Das sind so die einzigen Ortsangaben, die wir haben. Mhm. Lustigerweise gibt es tatsächlich Forendiskussionen dazu, wo der Ort ist, an dem diese Geschichte hier stattfindet. Ja. Mit allem möglichen, hier gibt es eine Straße. Oh, ich greife vor, Entschuldigung. Die Geschichte.
Entschuldigung, ja, die Geschichte. Bibliothek, Zusammenfassung. Die Aussage des Randolph Carter, verehrte Hörerinnen und Hörer. Wir befinden uns in einem Verhör. Ja. Und Carter macht seine Aussage, wie es die Überschrift schon sagt. Verrückt. Verrückt. Und er versichert uns, Gentlemen, dass er nichts weiß. Ja. Er weiß nie nichts, gar nichts. Nur außer, eine Sache. Außer das, was du erzählt hast und dass das wahr ist. Ja, genau. Und dass er sich an nichts erinnern kann, was irgendwie immer sehr unglaubwürdig ist, wenn das bei der Polizei gesagt wird, außer einer einzigen Szene. Und wir werden auch wirklich so, wie ihr jetzt gerade denkt, vielleicht, hä, worum geht's jetzt überhaupt, werden wir da auch so reingeschmissen. Mhm. Dass wir mitten in dieser Aussage anfangen und er sagt, ja, er hat ja jetzt schon eigentlich alles erzählt, aber wir haben das nicht mitbekommen. Und er versichert uns also einfach nochmal, er weiß nicht mehr als das, was er uns schon gesagt hat. Alles andere ist eine dunkle Wolke über seinem Gedächtnis. Ja, die Ermittlungen werden fruchtlos sein. Und wenn sie wollen, können sie ihn ruhig einsperren oder verurteilen. Oder hinrichten. Oder hinrichten. Wenn man denn unbedingt ein Opfer braucht, um die Illusion der Gerechtigkeit zu versöhnen. Ja. Genau, und dann erklärt er dann endlich mal so ein bisschen, worum es geht. Er weiß nämlich nicht, was aus Harley Warren geworden ist. Wer das ist, wird nicht erklärt. Ein paar Absätze später wird dann nur gesagt, dass das ein Freund von ihm ist und dass er mit ihm unterwegs war und dass ein Zeuge sie gesehen hat. Ja. Man könnte jetzt noch alles Mögliche vermuten. Alles Mögliche? Alles Mögliche könnte man vermuten, was die beiden nachts um 23:30 an der Gainesville-Mautstraße in Richtung des großen Zypressensumpfs so gemacht haben. Ja. Wo man sie gesehen hat. Ja, und dass schreckliche Dinge passiert sind. Ja, genau. Und er nur eine abscheuliche Szene erinnert, die in sein Gedächtnis eingebrannt ist. Aber was das ist, das sagt er immer noch nicht. Es wäre ja auch nicht Lovecraft, wenn er uns nicht so lange wie möglich zappeln lassen würde. Ja, die Polizei hat auch schon den Ort der Aussage versucht zu finden, haben sie aber nicht geschafft. Genau, also warum in diesem Sumpf dieser Schauplatz nicht existiert, weiß unser Randolph auch nicht. Er kann immer nur wieder versichern, ich hoffe, es war nur ein Albtraum, aber ich kann Ihnen nur das sagen, was ich weiß. Und das ist nicht viel. Und das, ich habe das mal im Text gelb markiert. Wenn du mal guckst, das sind alles die Stellen, an denen er uns erzählt, dass er nichts weiß. Okay. Das ist echt viel. Also das sind wieder mal jede Menge mit, ich kann es nicht beschreiben, ich will es nicht beschreiben, ich kann es nicht sagen und ich will es nicht sagen. Das ist so 70% des Textes. Naja, ganz so viel jetzt doch. Ja, gut, okay. Aber es ist schon sehr häufig. Ja. Gut, aber du bist schon wieder in der Analyse. Entschuldigung, verdammt. So, dann kriegen wir ein paar Infos zu Harley Warren. Carter und er sind seit 5 Jahren eng befreundet und betreiben zusammen schreckliche Forschungen. Beziehungsweise er, Warren und Carter assistiert und darf mal ein bisschen in Büchern lesen. Genau. Aber wirklich, das Heft des Handelns hat er nicht in der Hand. Nee, Carter betont auch diese schrecklichen Forschungen hinaus ins Unbekannte. Er ist nicht begeistert davon, aber er ist so abgestoßen, fasziniert und macht deswegen mit. Ja. Und Harley Warren besitzt eine große Büchersammlung voller seltener und seltsamer Bücher in unterschiedlichsten Sprachen. Und Carter darf auch ein paar lesen, zumindest die, die er lesen kann. Mhm. Also war vermutlich mal alles so, was auf Englisch, Latein oder sowas ist. Er sagt einfach nur alle Sprachen, die ich beherrsche. Ja. Und dann sagt er, dass aber viele auch in Arabisch sind, was er nicht beherrscht. Und es gibt auch das eine Teufelsbuch mit unbekannten Schriftzeichen, die er noch nie nicht gesehen hat. Das aus Indien kam. Und Warren hat noch eine Theorie, praktisch so diesen komischen kleinen Aufhänger, der in einem Satz fällt. Ja. Im Sinne von, ne, wie es denn sein kann, dass Leichen über tausende von Jahren in ihren Grüften nicht verrotten, sondern fett und fest und fett bleiben. Ja, genau. Das ist so ein Schlüsselsatz, glaube ich. Ja, Analyse, verdammt. Ja, also das ist eine Theorie von ihm und Carter findet den Gesichtsausdruck, den Warren hat, als er von dieser Theorie berichtet, äußerst unheimlich. Und in diesem Verhör sagt er dann auch noch mal, ich weiß nicht mehr, was der Gegenstand unserer Studien war und ich weiß auch nicht mehr, was die Absicht war, mit der wir in dieser Nacht unterwegs waren. Ist irgendwie alles weg. Er weiß nur noch, dass sie unterwegs waren. Genau. Und zwar beim abnehmenden Sichelmond. Mal wieder. Am dunstigen Himmel. Gehen sie über die Mautstraße, bewaffnet mit Schaufeln und elektrischen Lampen und einem Kabelfernsprecher, wie wir ja noch erfahren. Ja, genau. Eine Rolle Kabel mit seltsamen Instrumenten, wird da erstmal nur gesagt. Ja,
Aber es wirkt schon so ein bisschen nach Kabeltelefon, ne? Nee, aber an der Stelle halt noch nicht, ne? Ja, ganz so pingelig müssen wir es dann doch, glaube ich, nicht voneinander trennen. Ich glaube, die Leute, die Geschichte sowieso gehört haben von dir, werden sie es ja wissen. Okay, ein Telefon, bitteschön. Ja, und genau, damit steigen wir dann auch in den nächsten Teil der Geschichte ein, denn jetzt wird erstmal der Ort des Geschehens ausgiebig beschrieben. Mhm. Und das ist nicht irgendein Ort. Nein, es ist natürlich ein uralter Totenacker. Ein gruseliger Gruselfriedhof. Uralt, verwahrlost, verrottend. Zugewuchert. Ja, und Carter hat das Gefühl, dass sie die ersten Lebewesen sind, die seit über einem Jahrhundert, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie die Formulierung war, das erste Mal wieder diesen Ort betreten. Bam, bam, bam. Genau. Und sie gehen zu einer bestimmten Stelle, schmeißen ihre Ausrüstung hin. Das ist so das Erste, woran Carter sich bewusst erinnert, dass sie da irgendwie jetzt in Aktion treten, weil vorher war er wohl von diesem Grab, von diesem Friedhof so gebannt. Schmeißen ihren Prödel ab und fangen stillschweigend, da sie ja scheinbar genau wissen, was sie zu tun haben, an ein Grab von Erde und Gras und Unkraut zu befreien und freizulegen. Präziser gesagt, eine Grabplatte. Drei, wenn du jetzt richtig präzise sein willst. So, ja. Nö, also präzise dann aber richtig, mein Freund. Ja, bestehend aus drei separate Granitplatten. Die immense Granitplatten. Ja, ja. Mhm. Welche dann Warren versucht zu öffnen, was er allerdings alleine nicht schafft. Und Carter ihm helfen muss und beide benutzen einen Spaten als Stemmeisen und richten es auf und werfen die Platte zur Seite. Und es enthüllt sich eine schwarze Öffnung, aus der Ausflüsse miasmatischer Gase hervordrängen. Keine Sorge, ich schmeiß den Kompressor rein, dann bin ich nicht mehr so laut. Okay, auf jeden Fall stinkt es. Bottomline, es stinkt. Es stinkt. Es stinkt. Sie warten einen Moment und dann stinkt es nicht mehr so unerträglich. Jetzt geht's in Dialekt rein. Ah ja, aber echt. Schlimm. Ja. Ja, und in diesem schwarzen Loch sind Stufen, die in die Finsternis hinabführen. Tropfend vom widerwärtigen Wundsekret des Erdinneren. Mit Salpeter verkrustete Wände. Also so ein richtig toller Ort, wo man hin will, oder? Ja. Es stinkt, es tropft und es ist alles verkrustet. Hm. Mann, oh Mann, da hat schon lange keiner mehr geputzt. Ja. Bestimmt. Ja, und Carter ist so offensichtlich beeindruckt, wie er das so beschreibt. Warren ist total gelassen und erklärt Carter jetzt etwas, was dem gar nicht schmeckt. Nämlich, dass er alleine in die Finsternis gehen wird. Und er begründet das wirklich reizend und charmant und sagt so, ja, weißt du, also so eine schwächliches, so jemand mit so einem schwächlichen Nervenkostüm wie du, Carter, den kann ich nicht mitnehmen. So ein Nervenbündel wie dich kann ich da nicht hinabschleifen. Das wäre unverantwortlich. Ja. Charming. Ja. Die Diskussion geht noch länger. Warren geht tatsächlich so weit, dass er sagt, so, ich breche die ganze Geschichte jetzt ab, wenn du nicht brav bist. Ja, das funktioniert auch, weil Carter dann denkt, ja, okay, ne, wenn Warren jetzt geht, der hat den Schlüssel hier zu unserem ganzen Unternehmen, dann kann ich selber auch nichts mehr ausrichten. Also geht Harley Warren, nachdem er die Ausrüstung bereit gemacht hat, das Telefon, das Kabeltelefon so rum bereit gemacht hat, steigt er dann mit seiner elektrischen Laterne hinab in die Finsternis. Genau, er hat ja Carter auch damit beruhigt, dass er gesagt hat, pass mal auf, du bleibst hier oben, aber wir haben ja das Telefon, ne? Also, ich habe genug Kabel, um damit bis zum Erdinneren und wieder zurückzukommen. Dann frage ich mich, wie niedrig der dieses Erdinnere kalkuliert zu der Zeit, dass er denkt, dass er damit bis runterkommt und wieder hoch, mal ab davon Hitze, aber egal. Und Carter soll sich ja keine Gedanken machen. Er wird ihn über jeden Schritt auf dem Laufenden halten. Ja. Als ob. Zeit vergeht, Randolph sitzt in der Nähe des Zugangs an seinem Telefon und schaut sich ein bisschen um auf diesem uralten Friedhof. Und belegt jetzt gleich, dass Warren ja völlig recht mit dem Nervenbündel hatte. Dass sich amorphe Schatten in der Dunkelheit bewegen. Ja, in den dunklen Nischen lauern Kreaturen und huschen herum. Und in einer blasphemischen, zeremoniellen Prozession schwanken sie zwischen den Gräbern herum. Ja. Also, ja. Eine spaßige Viertelstunde. Ja, genau. Und dann hört er endlich aus dem Telefon klicken und ruft runter.
und hört die Stimme seines Freundes, Mr. Unerschütterlich und tiefenentspannt und total entschlossen, ist plötzlich nicht mehr so cool. Er spricht in einer Tonlage erschreckter und zitternder als alles, was er je zuvor von Warren gehört hat. Ein zittriges Geflüster dringt von unten herauf. Und er beschreibt Schreckliches, Monströses, aber gleichzeitig Unglaubliches. Aber natürlich nicht was. Weil ich kann es dir nicht sagen, Carter, es ist fern jeder Vorstellung. Kein Mensch kann es wissen und weiterleben. Das ist wieder der typische Lovecraft-Move. Es ist so furchtbar. Ich erzähl's dir nicht. Du könntest nicht mit diesem Wissen leben. Beziehungsweise es entzieht sich meinem menschlichen Geist. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ja, oder auch ein Klassiker ist, ich habe keine Worte dafür, das zu beschreiben. Genau das haben wir hier wieder. Und Warren steigert sich da immer weiter rein. Also es wird beschrieben, dass seine Stimme mal heiser vor Furcht ist und von Verzagen gefärbt. Dann ist es die wildeste Bestürzung, wahnsinnige Töne, klägliche Aufschreie dringen aus der Tiefe zu uns herauf. Und dann sagt Warren, dass Carter verschwinden soll und dass er nicht nachfragen soll, warum. Genau, dass er Warren verloren ist, aber Carter soll sich retten. Besser einer als zwei und er soll die Platte aufs Grab legen und abhauen. Ja, aber Carter tut es nicht. Paralysiert vor Angst hängt er am Hörer und ruft immer nur, Warren, Warren, was ist es? Ja, schlussendlich sagt Carter sogar das, ich komme runter. Ja, was Warren gar nicht begeistert und er sagt, nein, auf keinen Fall, du musst gehen, es ist meine Schuld, hau ab. Ja, vor allen Dingen ist Carter auch kurz vorher noch einen Moment geschockt, dass sein Freund ihm zutraut, dass er ihn einfach so zurücklässt. Ja, genau, also Carter ist zwar paralysiert vor Angst und ist das Nervenbündel, das Warren beschrieben hat, aber dass Warren jetzt ihm zutrauen würde, hier einfach stiften zu gehen, also wirklich. Ja. Stattdessen bleibt er am Telefonhörer hocken. Ja. Also er geht nicht helfen, er haut aber auch nicht ab. Er bleibt am Telefonhörer und ruft runter. Ja. Und dann gibt es einen letzten Aufschrei von Warren. Und das war's. Ja. Still. Carter ruft, schreit, murmelt, kreischt, jammert in den Telefonhörer immer wieder, Warren, Warren, bist du da? Bekommt aber keine Antwort. Doch dann, als Krönung des Grauens, erhält er eine Antwort. Vom Ding. Das Ding. Nicht, dass jetzt genau sofort beschrieben wird, was er zur Antwort bekommt. Es folgt erstmal ein langer Absatz darüber, wie schrecklich das doch war, dass er darüber nicht reden kann, dass er die Stimme nicht beschreiben möchte, dass das alles so eine furchtbare Erfahrung für ihn war, während man die ganze Zeit denkt, Gott, jetzt sag doch endlich, was das Ding gesagt hat! Hör auf zu sabbeln! Nein, ein langer Absatz über die Stimme und wie schrecklich sie doch ist und dass er sie aber nicht beschreibt, bis dann endlich der Schlusssatz kommt. Und mit diesen Großbuchstaben endet die Geschichte. Hm. Dramatik pur auf dem Totenacker. Das stimmt. Dann würde ich sagen, du kannst ja kaum an dich halten, ja, den Text zu analysieren. Ja. Lass uns schnell ins Kaminzimmer rennen. Ja. Ja, in Wirklichkeit will ich einfach nur Tee. Wir haben gar keinen Tee. Wir begeben uns in unser gemütliches Kaminzimmer. Nach dieser kräftezehrenden und vielleicht auch verstörenden Reise durch ein weiteres Werk von H.P. Lovecraft tauschen wir unsere Eindrücke bei einer Tasse Tee aus. Jens, my dear, servierst du mir ein erfrischendes Kaltgetränk? Ja, eine leckere Fassbrause. Werbung. Was? Oh, er hat einen Produktnamen genannt. Fassbrause ist kein geschützter Name. Es ist eine Bezeichnung für eine Getränkeart. Okay, gut. Ich sage ja nicht, von welchem Hersteller diese Fassbrause ist. Na gut. Ja. Denn es ist wieder einmal warm in Arkham. Man mag es gar nicht glauben. Ja, auch in Neuengland gibt es so etwas wie Sommer, offensichtlich. Verrückt. Cheers, my dear. Cheers. Sehr schön. Nichtsdestotrotz haben wir unser Kaminfeuer an. Stil muss sein, auch wenn es warm ist. Wenn wir adelig wären, es muss einfach brennen. Wenn der kalt wird, dann kriegst du nie wieder warm. Was sollen denn die Dienstmagd machen, wenn sie nicht das Kaminfeuer anmachen und die Asche wegschicken kann? Die ist ja arbeitslos. Das geht doch nicht. Können wir die Auffahrt vom Unkraut befreien? Moment, das ist dein Job.
aber da bin ich doch viel zu situiert für. Nice try. Ah, verdammt. Gut. Okay. Die Geschichte, die Aussage des Randolph Carters. Oh Mann. Ich nehme mal meine ganzen Notizen hier wieder zurück. Ich habe jede Menge drin rumgemarkert und gemalt. Oh Mann. Mhm. Raschel. So. Ja. Dein erster Eindruck. Mein erster Eindruck. Gott sei Dank ist es nicht sowas wie The Street. Nein, hat mir tatsächlich gut gefallen. Mhm. Der Anfang war ein bisschen, so wie als wenn man auf eine Party kommt, also auf einer Party ist und in, praktisch in die Küche geht, wo immer die guten Gespräche stattfinden. Mhm. Und so im letzten Drittel von einem sehr interessanten Gespräch reinplatzt. Ja, und dann erstmal verstehen muss, worum geht's überhaupt. Was wollt ihr eigentlich alles? Und wo denn alle nochmal extra für dich nochmal alles von vorne erzählen. Mhm. Dann von wegen so, alles klar, ja, darüber haben wir gehen. Ja, aber das macht er ja gar nicht mal so richtig. Also er fängt ja nicht an, alles von vorne fein säuberlich zu erzählen, sondern er schmeißt immer nur Bruchstücke rein in seine ganzen Beteuerungen, dass er ja nichts weiß. Ja, aber dann kommen wir. Mhm. Was ja dazu bringt, dass diese Geschichte ja zweigeteilt ist. Du hast ja einmal den Part, ich sage es mal, im Verhörraum von der Polizei, Spekulation. Ja. Wo er ja praktisch vor dem Tonbandaufnahmegerät sitzt und dann seine Geschichte nochmal erzählt. Gentleman, ich versichere Ihnen, ich weiß nicht mehr als das, was ich Ihnen bereits gesagt habe. Ja. Mhm. Und was mir noch aufgefallen ist, wir haben tatsächlich... Warte, was ist der zweite Teil? Du hast jetzt gesagt, es gibt zwei Teile und hast gesagt, naja, der zweite Teil ist ja dann die Erinnerung praktisch von Carter, dass er sie jetzt praktisch kam, das dritte, vierte, fünfte Mal erzählt, was denn dort passiert sein soll, was er sich erinnert. Ja, also ich habe mir das auch aufgeschrieben, ich habe tatsächlich eher drei Teile identifiziert, so von der Art her. Also so wie du auch gesagt hast, dieser erste Teil im Verhör, wo erstmal quasi das Ganze drumrum und der Hintergrund nach und nach freigelegt wird, worum geht's überhaupt? Wo man ja aber auch nur weiß, okay, irgendeine schreckliche Szene, Warren ist verschwunden und ein Zeuge hat sie gesehen. Hm. Dann der zweite Teil ist für mich erstmal diese lange Beschreibung des Totenackers. Ja. Weil das ist ja wirklich erstmal Atmosphäre aufbauen und Setting beschreiben. Und dann der dritte Teil ist wirklich dieses Warren ist unten, Carter ist oben und das Telefongespräch. Ja. Ja, weil die sind, finde ich, von der Art her sehr unterschiedlich, alle drei Teile. Das stimmt. Ja. Und was ja, finde ich, jetzt das erste Mal wirklich rauskommt, du hast ja tatsächlich mal ein Duo in der Geschichte, um das es geht. Normalerweise geht es ja immer um den einen Erzähler und er erlebt was oder er macht was. Mhm. Ich meine, beim Weißen Schiff hattest du eine Gruppe, aber davon hatte außer dem Steuermann niemand irgendwie ein bisschen was zu tun. Und hier ist es ja tatsächlich Dialog ist übertrieben, aber es gibt halt viel wörtliche Rede miteinander. Schon Dialog durchs Telefon, ne? Ja, aber du hast ja niemals das gesprochene Wort von Carter selbst. Naja, das stimmt. Obwohl, ein, zwei Mal so, wenn er sagt, Warren, was ist es und so. Also ab und zu kommt schon eine Aussage. Aber ja, es ist schon ein Diskurs zwischen den beiden. Ja, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Also wenn du bei den beiden schon bist, ist dir auch aufgefallen, was ich sehr interessant finde. Wir hatten ja auch schon mal einen Zuhörer, der meinte, hey, ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass es immer so überhebliche, arrogante, überlegene Charaktere sind. Ist dir aufgefallen, dass es dieses Mal unser Protagonist ist, nicht der überlegene, allwissende, dominante Charakter, das ist Warren, sondern er ist das schwächliche Nervenbündel, das zurückbleiben muss und unterlegen ist und nicht alle Sprachen beherrscht und so. Und weißt du, was noch viel verrückter ist? Ne? Dass diese Geschichte ja auf einem Traum basiert und Carter, unser schwächlicher Typ, ist die Traumperspektive von Lovecraft. Wer hätte es gedacht? Okay, jetzt greifst du vor. Jetzt gehst du ja schon in den Hintergrund. Ja. Ja, dann erzähl mal ganz. Gut. Also. Also, dass Carter Lovecraft ist, das habe ich mir auch schon gedacht. Ja. Also sein alter Ego. Ja. Und zwar hatte Lovecraft Anfang Dezember 1919, also so die Zeit, wo er unsere letzte Geschichte geschrieben hat, so einen Zeitraum. Welche Geschichte war das nochmal? Ich versuche mich gerade krampfhaft zu erinnern. Warte. Bo Krug. Richtig, Bo Krug. Mhm. So hieß aber nicht die Geschichte. Das Verderben, das über Sarnaf kam. Sehr schön. Ja. Dr. Armitage hat die erhobene Augenbraue gerade wieder abgesenkt und dir deinen letzten Semesterschein nicht entzogen. Semesterschein? Sind Ferien. Arkham ist niemals Urlaub. So. Und der Warren, das ist ein Freund von Lovecraft. Loveman, Samuel Loveman. Loveman und Lovecraft? Ja, in der Tat. Oh man, Love is in the air. Ja, also Samuel Loveman ist Harley Warren,
und Lovecraft ist Randolph Carter. Und ja, es gibt tatsächlich einen diesen Traum. Sie waren auf einem Friedhof. Lovecraft wusste nicht, warum sie da sind, aber Loveman hatte offensichtlich voll den Plan, also tatsächlich genau diese Perspektive, wie sie auch in der Geschichte vorkam. Und auch, dass er dort hinabgestiegen ist in ein Grab. Also schon relativ viel. Es gibt wohl auch ein paar Passagen, die praktisch relativ wohl nah an so traummäßige Unterhaltung angeknüpft sind. Was meinst du mit traummäßigen Unterhaltungen? Naja, dass sie praktisch auch im Traum sich unterhalten haben und dass er davon zwar nicht Wort für Wort das mit rübergenommen hat, aber er hat es mit eingebaut. Was für eine Type war denn dieser Love Man? War der Lovecraft auch überlegen? Weiß ich nicht. Also Love Man hat ein paar Sachen geschrieben, war auch ein Amateurjournalist, war ein bekannter Freund, wäre glaube ich ein zu starkes Wort von Lovecraft. Haben sich halt gegenseitig Briefe geschrieben, also einer seiner typischen Brieffreunde. Also nicht so ein Freund, mit dem er sich persönlich auch öfter getroffen hat oder unterwegs war oder vielleicht wirklich mal einen Friedhof besucht hat oder so? Nee. Soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, nicht. Ja, aber interessant, dass wieder mal eine Geschichte hier ist, die auf Lovecrafts Träumen basiert. Ja, aber nach wie vor, also wir hatten das ja auch schon früher mit anderen Protagonisten, wo wir gesagt haben, da steckt viel von Lovecraft drin. Finde ich es aber spannend, dass er jetzt halt wirklich den unterlegenen Part wählt, um sich selber zu personifizieren. Gerade auch mit diesem nicht alle Sprachen zu beherrschen und so. Das fand ich schon ganz schön spannend. Ich meine, wir haben das ja auch, er hat das ja auch ganz klar aufgebaut. Ne? Carter ist der, der halt immer wieder betont, dass er sich nicht an alles erinnert, dass er nicht alles beschreiben kann, dass er auch nicht viel Ahnung hat von dem, was da passiert ist. Und Warren wird halt am Anfang ganz klar als der starke Part ja aufgebaut. Ne? Er wird beschrieben als dominant und kontrollierend, wissend, sehr beherrscht und kontrolliert. Bei dem Grab macht er Berechnungen und geht mit der Brechstange ran und hat halt die ganze Zeit das Zepter in der Hand, um dann umso stärker natürlich den Kontrast zu ziehen dann beim Telefongespräch. Und da habe ich mir dann auch mal, also ich habe mir das halt alles rot markiert, wo es um Warren und seinen Charakter geht. Warren sagt ja auch selber, dass nur ein Mensch mit eisernem Herzenstakt darunter kann, also ne, mit Nerven aus Stahl, der ein starkes Kostüm hat, darunter kann. Und dann switcht das ja total um. Und es wird halt bei jedem einzelnen Gesprächsbeitrag von Warren, der durchs Telefon kommt, wird genau beschrieben, wie seine Tonlage ist. Ne, um halt einfach nochmal diese ansteigende Anspannung und Verzweiflung genau klar zu machen. Also Lovecraft zieht da so einen ganz klaren Spannungsbogen, einen sehr offensichtlichen Spannungsbogen. Aber es funktioniert. Ne? Also so, ich finde, man kann sich ganz gut einfühlen, sowohl in Carter als auch in Warren und in diese steigende Verzweiflung. Ist dir das auch so gegangen beim Hören, beim Lesen? Einfühlen jetzt nicht so, aber so als, naja, als schwebende dritte Person im Raum, die so über Carter schwebt und ihm da so neben dem Grab hocken sieht mit dem Ding verzweifelt, da hatte eher so diese Perspektive hatte ich eher. Also hat Lovecraft es geschafft, Bilder in deinem Kopf zu erzeugen, aber nicht dich emotional sozusagen mitgenommen? Nö, nicht wirklich. Okay. Dafür waren mir die beiden noch ein bisschen zu platt. Ja, das schon. Also es ist halt relativ offensichtlicher Charakterbau, das auf jeden Fall. Und ja, auch nicht Vorlaufzeit viel. Also man hat nicht viel Zeit, um sich damit zu identifizieren und mitzufühlen. Aber ich fand es schon, so diese Dialoge bei dem Telefongespräch, das hat es schon geschafft, so dadurch, dass er dir ja immer nur so kleine Bröckchen vor die Füßen wirft an Informationen, giert man ja danach endlich mehr zu erfahren und du erfährst ja nicht mehr. Es ist ja wirklich, das meinte ich vorhin, dieser einzige Schlüsselsatz, das ist das Einzige, was man wirklich an Info bekommt, ist ja diese Theorie von Warren, warum gewisse Leichen nicht verwesen, sondern fest und fett für 1000 Jahre in ihren Grabstätten ruhen. So, das ist das Einzige an Input, worum es unseren Forschungen wohl gehen könnte und warum er in dieses Grab hinabsteigt. Ja. Und das ist natürlich super cool, weil damit im Hinterkopf, während du diesen Dialog liest, spinnen sich, also zumindest ist es mir so gegangen, 1000 Theorien, was da unten jetzt gerade abgehen könnte. So 1000 Überlegungen, was könnte er da machen? Was könnte gerade mit ihm passiert sein? Warum hat er jetzt so eine Angst? Warum kann er da unten nicht wieder weg? Und das ist natürlich ganz schlau von Lovecraft, das so offen zu lassen. Ja, war auch der große Startpunkt für mich für die Pen and Paper
Umsetzung. Mhm, ich bin gespannt nachher im Studierzimmer. Ja. Ja, genau. Und ich fand es auch total lustig, dass Carter halt auch wirklich Warrens Einschätzung von ihm als Nervenbündel durch und durch bestätigt. Ne? Also das wird dann ja auch direkt, nachdem Warren runtergeht, dann wie er da allein auf dem Grabstein sitzt und sich vor jedem Schatten auf dem Friedhof gruselt. Mhm. Und dann ja auch im Telefonat, dass er halt wirklich die ganze Zeit an diesem Telefonhörer hockt. Brav, weil Warren gesagt hat, du darfst nicht hinter mir her und sein Freund immer mehr Angst kriegt und Warren auch noch sagt, ich komme runter, Carter sagt, ich komme runter, aber er geht nicht runter und er macht nichts. Er läuft nicht weg, wie Warren ihm das sagt, aber er geht auch nicht runter, wie er sich das vorgenommen hat. Nein, er bleibt auf dem Stein hocken und jammert in den Telefonhörer rein. Was ist denn hier los? Aber Warren hat gesagt, er soll nicht. Er hat gesagt, ich komme runter. Er hat gesagt, nein, tu es nicht. Und er hat gesagt, ja, okay, Chef, meine ich. Ja, hättest du das auch so gemacht? Wärst du brav auf dem Grabstein hocken geblieben? Das weiß ich nicht. Kommt drauf an. Da ich ja nicht 5 Jahre Beziehung zu einem engen Freund aufbauen konnte, fällt mir das relativ schwer. Ja, stell dir doch einfach Freund XY vor, der jetzt da unten hockt und durchs Telefon jammert, dass es vorbei ist und dass du ihn nie wiedersehen wirst und dass du abhauen sollst. Also ich würde mir jetzt gerne einreden, dass ich auf jeden Fall runtergehen würde. Ich könnte allerdings tatsächlich auch vorstellen, dass man in so eine, ich will helfen, aber er sagt, er soll weggehen und ich glaube, er will eine gute Entscheidung für mich treffen. Ich bin mir nicht sicher, was ich tun soll. Also ich kann diese Paralyse durchaus nachverstehen, so dieses Hin- und Hergerissen zwischen seinem Wunsch und dem eigenen Wunsch. Gehindert dadurch von wegen so, du musst da runter, du musst sowieso mindestens eine Viertelstunde da runterlaufen. Ich meine, ja, du kannst einfach die Schnur in die Hand nehmen und losrennen. Ja, du weißt, wo er ist, du kannst der Schnur einfach folgen. Ja, aber letztendlich weiß ich das. Würdest du denn einfach reinrennen? Ich glaube, ich würde losrennen und Hilfe holen wollen. Ich würde mir denken, klar kann ich jetzt runterlaufen, wenn jetzt zum Beispiel ein Kampf oder sowas da unten ist, aber im Zweifelsfall kann ich ihm alleine nicht helfen und ich muss dann sowieso Hilfe holen, dann kann ich auch jetzt direkt losrennen. So, in der Hoffnung, vielleicht doch noch rechtzeitig zu kommen. Smartphone gibt's ja noch nicht. Blöd gelaufen. Signalrakete haben sie auch nicht mitgenommen. Wer soll die sehen mit im Sumpf? Warum nicht? Die siehst du auch auf offener See. Da bist du genauso weit weg. Geht ja nur darum, eine gewisse Höhe zu erreichen und ein Signal zu geben. Ja. Dem Sheriff vorher sagen, ey, wir gehen da hinten auf den Friedhof und machen Grabschänderei. Genau. Was macht ihr? Genau das. Von wegen, wer soll denn drauf achten? Ich so, okay, da schießt jemand eine Leuchtrakete hoch. Wenn du Glück hast, sieht das einer auf der Mautstraße und dann passiert da was. Aber ja, der Ort scheint ja auch nicht so einfach zu erreichen zu sein. Ja, ja, man muss dann ja auch wissen, wie man hinkommt, ne? Ein Sumpf und so. Ja. Genau, ich habe mir aber auch aufgeschrieben, dieses, was du auch schon gesagt hast, wir haben hier wieder eine Geschichte, die aus erster Hand erzählt wird, eine direkte Anrede. Aber ja mal tatsächlich, dass wir als LeserInnen direkt angesprochen werden. Ne? Ich wiederhole Ihnen, Gentlemen, wir werden die ganze Zeit direkt angesprochen. Wir sind die Leute, die das Verhör quasi durchführen. Wir sind so die urteilende Instanz. Ich meine, wir hatten das ja auch schon ein paar Mal, dieses klassische richtet über mich, wenn ihr diese Zeilen lest, aber bedenket, bla bla bla. So, ne, dann wurde an die Nachwelt was gerichtet. Aber hier ist es ja so ein ganz aktives, uns wird jetzt gerade die Geschichte erzählt. Ja, fand ich auch ganz schön. Dadurch ist man mehr drin. Und ist dir aufgefallen, dass im Gegensatz zu einigen anderen Geschichten dieser Art Lovecraft seinen Schreibstil etwas schlichter gehalten hat? Dass es nicht so unfassbar üppig mit 50.000 Nebensätzen und sehr komplexer Rede ist? Also es ist mir aufgefallen, aber auch erst durch Joshi, dass er halt tatsächlich Umgangssprache benutzt hat. So dieses Hau ab. Mhm. Ist ja sonst etwas, was er nicht benutzt. Okay, warte, bevor du jetzt erzählst, was Joshi sich gedacht hat, lass mich erst erzählen, was ich mir gedacht habe, damit das nicht hinterher so wirkt, als würde ich nur sagen, ja genau. Mhm. Weil ich habe mir gedacht, boah, das ist richtig schlau von Lovecraft, dass er die Sprache so bewusst benutzt, weil er ja hier aus Randolph Carters Sicht schreibt. Oder Randolph Carter das ja erzählt. Und er ja auch Randolph Carter wirklich als nicht diesen Überhelden darstellt. Nicht diesen super überlegenen, total allwissenden, super belesenen Menschen. Und dass er hier dann wirklich seine Geschichte mit seinem Schreibstil daran anpasst, finde ich super. Also das ist das, was ich mir gedacht habe. Dass er jetzt nicht wieder beweisen muss, dass er der Sprachmeister vom Herrn ist mit 50 Millionen Nebensätzen und 1000 Fremdbegriffen.
naja, ja, es gibt ein paar Fremdbegriffe, aber. Ja. Ja, dass es jetzt nicht so schwülstig ist, dass er mit seinem altenglischen Stil jetzt hier, dass das nicht passen würde, dann wäre die Geschichte auch fürchterlich geworden, glaube ich. Ja, aber nur, dass er halt wirklich, es ist ja seine Entscheidung gewesen, das aus Randolph Carters direkter eigener Perspektive zu schreiben. Er hätte das ja auch über ihn wieder schreiben können und da wieder seinen Schreibstil benutzen können. Ja. Stattdessen sagt er, ich will versuchen, die Leute direkt anzusprechen und damit sie sich mit Carter identifizieren können. Ja. Und dann benutze ich halt auch sein Vokabular sozusagen. Ja, ist auf jeden Fall eine Weiterentwicklung. Ja, aber das fand ich halt echt cool, dass er da seinen Schreibstil anpasst. Und dass er sich entschieden hat, keinen Überflieger, sondern er ist so ein bisschen der Sidekick. Carter ist so Robin. Warren ist Batman. Batman geht in die Höhle, Robin sitzt oben am Telefon. Randolph Carter. Wollen wir ein bisschen auf Randolph Carter eingehen? Können wir machen. Okay. Also Randolph Carter, alter Ego von HPL, kommt ja auch noch mal in mehreren Geschichten vor. Oh, du nimmst mir meins weg. Tja. Ella, ey. Was ich aber noch sagen möchte, gerade was dieses alter Ego-Geschichte angeht und mit diesem angespannten Nervenkostüm von Carter, Joshi hat da die Theorie aufgestellt, dass er immer noch verarbeitet, dass er vor 2 Jahren ausgemustert wurde. Das ist immer noch dieses Nervenkostüm-Geschichte, was ihm ja auch seine Mutter auch ja immer wieder gesagt hat und sagt, mach kurz, du kannst das nicht. Ja. Und dann halt nochmal dieses Schriftliche, der Arzt hat gesagt, ja, du taugst nicht. Ja, und er ja auch in Briefen seinen Freunden gegenüber, wie das immer wieder betont, diese Herausforderung, dass er immer nur so wenig am Tag arbeiten kann und so schnell ermüdet und so, ne? Und dann soll der Name auf John Carter, einem Mann, der 1762 die erste Zeitung in Providence gegründet hat, der zu einer berühmten Familie namens Carter aus Virginia gehören haben soll. Aha. Ich habe keine interessante Carter-Familie gefunden, wo ich sagen würde, okay, das gibt's irgendwie was. Kann ja vor 100 Jahren anders gewesen sein. Ja, ist wahrscheinlich nicht so einfach rauszufinden. Und HPL fand es interessant, diese Familie Carter aus Virginia rauszulösen und nach Neuengland zu verpflanzen. Also irgendwas mit dieser Familie, an dieser Familie fand er sehr interessant. Und das hat ihn zu einigen Geschichten anscheinend inspiriert, beziehungsweise zu Randolph Carter als alter Ego, der, wie schon gesagt, auch noch in weiteren Geschichten immer mal wieder vorkommt. Er muss es nochmal betonen, ne? Ja, dann kann ich das ja auch einfach jetzt schon erzählen. Also ja, das weitere Vorkommen, die Geschichte an sich ist so neutral gehalten. Ne? Irgendein Friedhof irgendwo kommt nicht wieder vor, aber natürlich Randolph Carter. Also Randolph Carter ist der Charakter bei Lovecraft, der es am längsten durchhält sozusagen, ohne verrückt zu werden, der mehrere Geschichten als Protagonist übersteht, ohne dem Wahnsinn anheimzufallen. Wir haben ihn hier in die Aussage des Randolph Carter. Dann kommt er bei die Traumsuche nach dem unbekannten Kadath, das Unnennbare, der silberne Schlüssel, durch die Tore des silbernen Schlüssels und aus Äonen. Also in diesen ganzen Geschichten spielt Randolph Carter eine Rolle oder auch die Hauptrolle. Und das ist schon außergewöhnlich, wenn man überlegt, dass die meisten Charaktere bei Lovecraft nach ihrem Abenteuer einen Brief schreiben und dann aus dem Fenster springen. Oder auf ewig Irrenanstalt versauern. Ja, genau. Ist das schon beachtlich, für so ein Nervenbündel so lange durchzuhalten. Das zum weiteren Vorkommen. Haben wir das auch direkt gefrühstückt? Ja, genau. Bevor du aufs Englische eingehst. Ja, ich hatte vorher auch noch andere Sachen erzählt. Okay. Zwei Wörter, die ja herausstechen, weil sie im allgemeinen Sprachgebrauch nicht so häufig vorkommen. Okay, du möchtest direkt die Erklärung bekommen. Ich habe geguckt, was Brodem und Kenotaphe bedeutet. Ach, Brodem hattest du auch? Ja, okay, das habe ich nicht nachgeguckt, weil Brodem ist ja so ein ja, erklär du. Brodem ist ein gehobener Ausdruck für übelriechende Gase. Ja, genau. Also ein Brodem kann ja auch etwas sein, das sich zusammenbraut und sehr unangenehm ist. So eine Ballung von unangenehmen Gerüchen, Gasen,
Ja. Ist mir so bis jetzt nicht über den Weg gelaufen. Okay, das hatte ich schon mal. Dann erklär du noch Kenotaphe, weil ich habe auch noch miasmatische Gase geguckt. Ja, sehr schön. Also weißt du, was miasmatische Gase sind, wenn du es nicht nachgeguckt hast? Nein, aber so, ich konnte mir was vorstellen. Mhm. Aber kommen wir erstmal zur Kenotaphe. Ja, was ist denn eigentlich? Also sagen wir doch vielleicht erstmal kurz den Kontext. Wenn er die Grabstätte beschreibt, sagt er, dass es hier eine abstoßende Aufreihung antiker Grabplatten, Urnen, Kenotaphe und Mausoleumsfassaden gibt. Ja, eine Kenotaphe ist ein Schreingrab, beziehungsweise ein Grab für einen Toten, der woanders begraben liegt oder der halt nicht gefunden wurde. Das ist aber kein Schreingrab, sondern ein Scheingrab. Es gibt ein Schreingrab, also Kenotaphe, die hatten jetzt zum Beispiel für den Atomangriff auf Fukushima, da gibt es ein Schreingrab. Okay. Kann natürlich sein, dass es da einen kulturellen Hintergrund hat in Japan, wo praktisch für die Leute, die halt nicht beerdigt werden konnten. Ich finde es interessant, weil es so ein bisschen doppelt Schrein. Ja gut, ein Schrein ist meistens so ein Ort der Verehrung. Ja. Ich habe, wie gesagt, Scheingrab gefunden. Also halt einfach, es ist eine Grabstätte, aber es sind keine sterblichen Überreste drin. Das ist so der Überbegriff dafür. Kann natürlich sein, dass das da im japanischen Shintoismus mit den Geister der Ahnen begründet liegt, dass es da vielleicht diesen kulturellen Kontext gibt. Dass es deswegen Schrein heißt. Ja. Weil es gibt es ja auch noch in vielen anderen Kulturen. Eines der berühmtesten Beispiele ist ja das Taj Mahal. Da sind ja auch keine Überreste drin und auch im Hinduismus wird ja viel verbrannt. Deswegen, wenn man dann an jemanden erinnern will, baut man ihm dann so ein Scheingrab, um da nochmal Erinnerungen zu machen. Oder auch buddhistische Stupa, diese großen buddhistischen Schreine, sind auch keine Gräber. Ja, ja. Genau, das sind Kenotaph. Gut. Ehrengräber. Ja, ja, ist auch ein schönes, passendes Wort. Miasmatische Gase. Da wurde ja gesagt, dass, als sie die Grabplatte aufgemacht haben, miasmatische Gase entwichen sind. Ein Miasma ist ein übler Geruch oder eine krankheitsverursachende Materie, die durch faulige Prozesse in Luft und Wasser entsteht. Also früher hatte man halt auch wirklich diesen Glauben, dass der Geruch schon diese Krankheit überträgt, was ja im Grunde genommen nicht so unbedingt falsch ist. Bedenkt man, dass Geruch nichts anderes ist als feinste Partikel dessen, was man da riecht. Was immer wieder schön ist, sich das vor Augen zu führen, wenn man dann denkt, oh Mann, heute riecht das aber nach Gülle hier draußen. Feine Güllepartikelchen, die sich in dem Moment in deiner Nase ablagern. Yummy, yummy. Ja. Jedenfalls ein Miasma, eben ein krankheitsverursachender Geruch, hat wahrscheinlich auch viel in Zeiten der Pest eine Rolle gespielt. So dieses, woher kommt die Krankheit, wie steckt man sich an? Man hat auch zum Beispiel im Kontext von Malaria ganze Sümpfe trockengelegt, weil man dachte, dass die feuchte Luft und die Gerüche des Sumpfes Malaria auslösen. Hatte damit auch zum Teil Erfolg, einfach weil man der Mücke, die Malaria überträgt, damit die Brutstätten entzogen hat. Miasma. Das Richtige aus dem falschen Grund getan. Ja, genau. Alle Wege führen nach Rom. Ich weiß nicht. Könnte in Amerika schwierig sein. Du musst nur schwimmen. Der ist aber kein Weg mehr. Genau. Also was ich noch mir aufgeschrieben hatte, war, was ich vorhin schon sagte, mit dieser Schlüsselszene, mit was hat Warren jetzt eigentlich gemacht? Da habe ich immer wieder drüber nachgedacht. Und also wir haben ja noch einen zweiten Hinweis bekommen. Und das ist dieses Buch, das er mit darunter genommen hat. Wo ja auch Carter immer wieder sagt, dass das Buch auch eine Rolle spielt. Dieses teuflische Buch mit unbekannten Schriftzeichen, dass er das in seiner Tasche mit nach da unten ins Grab genommen hat. Ja. Also er hat die Theorie mit Toten oder Leichnamen, die nicht verwesen. Und er nimmt ein altes, unaussprechliches, teuflisches Buch mit darunter. Ja. Hat der Herr vielleicht vor, Tote auferstehen zu lassen? Wurkelt er da vielleicht rum mit Totenruhe und so? Und wenn er dann zum Schluss schreit, dass, oh mein Gott, das sind ja Dinge hier, die man sich nicht hätte vorstellen können, monströs und unglaublich, sagt er ja ganz zum Schluss, verflucht seien diese höllischen Dinger Legionen. Oh mein Gott. Hat er da die Armee der Toten entdeckt? Kann gut sein. Bin schon verflucht nah in meinem Pen and Paper. Oh, okay. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, was dann auch so ein bisschen in meine Pen and Paper-Umsetzung reingeflossen ist, dass der Kater irgendwie dadurch, dass die Leichen fett und intakt bleiben, hatte ich irgendwie so ein bisschen so das Bild von, sucht er einen Weg, um unsterblich zu sein, dass sein Körper, Warren, dass Warren versucht, unsterblich zu werden und wenn auch nicht auf die klassisch lebende Art, dann vielleicht auf eine unlebende Art.
Aber warum muss er dafür in ein Grab hinabsteigen? Vielleicht muss er da unten wieder ein Ritual durchführen oder etwas opfern, um das praktisch zu bekommen. Vielleicht wurde sein Opfer lachend abgelehnt und er wurde deswegen in den Wahnsinn und den Tod getrieben und ist jetzt Teil der Legion der Toten. Sehr schön. Es steht hier ja auch drin, als sie auf dem Friedhof ankommen, kein Wort wurde geäußert, da die Stelle und die Aufgabe uns anscheinend bekannt waren. Also scheinen sie ja ein bestimmtes Grab aufgesucht zu haben. Vielleicht hat Warren ja auch Kenntnis darüber erlangt, dass es da jemanden gab, der das schon erreicht hat. Und er will in dieses Grab hinabsteigen, um zu schauen, wie der es gemacht hat. Und stellt fest, derjenige hat seine Seele verkauft. Oh mein Gott. Also ich habe aber noch eine ganz andere Theorie. Hier kommt Logik, Katja. Rational, Katja. Hallo, Angie. Also ich habe mir das auch so ein bisschen vorgestellt, dieser viele Aufwand, den Lovecraft betreibt, um zu beschreiben, wie sich Warren verändert. Mhm. Also, dass er ja dieses total starke und dominante ist und so sehr von sich selbst überzeugt ist und dann runtersteigt und sich komplett verändert. Und dann habe ich mir überlegt, was ist, wenn Warren seine eigene Nervenstärke überschätzt hat? Er steigt hinab in dieses Grab und wird dort unten nicht mit irgendwelchen körperlichen Monstern konfrontiert, sondern mit seinen eigenen inneren Dämonen. Weil man sagt ja immer, wenn jemand abgeschnitten ist, in der Dunkelheit ist, alleine mit sich und seinen Gedanken ist, dass dann aus der Tiefe auch viele unverarbeitete Sachen hochkommen, eigene innere Dämonen hochkommen. Und er einen Nervenzusammenbruch bekommt da unten. Das ist dieses Ängstliche, und Carter schreibt ja auch dieser kindische Slang, in den er irgendwann verfällt, dass er so in seine Kindheit vielleicht zurückgeworfen wird mit irgendeinem traumatischen Erlebnis, das er vielleicht mal hatte, und völlig zusammenbricht. Und man hat das ja immer mal wieder, dass dann eine Persönlichkeit abgespalten wird, um das Innere selbst zu beschützen. Und das ist die Stimme, die sagt, du Dummkopf, Warren ist tot. Weil jetzt habe ich hier die Kontrolle übernommen. Ich bin der tatsächlich starke Part in Warren. Ist ein bisschen sehr weit interpretiert, aber so der Gedanke hat sich mir irgendwann aufgedrängt. Möglich ist das. Also ich weiß nicht, ob Lovecraft das wirklich bezweckt hat, aber die Möglichkeit würde bestehen, das so zu interpretieren. Und ich fand den Gedanken sehr spannend, dass es alles nur in Warrens Vorstellung passiert ist und er sich selber so verändert hat. Maybe. Wir werden es niemals erfahren. Das stimmt. Tod. Ja, dann kommen wir doch zum Englischen, wenn du nicht noch was hast. Nein, ich bin durch. Und einer Rüge meinerseits. Oh Mann. Ja. Wer hat was verbockt? Rate. Also wir haben ja hier wieder... Ich habe ja schon gesagt, wir haben ein Hörbuch gemacht. Dementsprechend haben unser wunderbarer Übersetzer Niklas Bischofberger und ich uns intensiv mit diesem Text auseinandergesetzt. Erneut vielen Dank. Ja, Niklas hat die ganze große Übersetzung gemacht und ich habe das dann nochmal mit ihm zusammen mir durchgeguckt. Und wir haben hier wieder einige Stilelemente im Englischen. Zum Beispiel, dass wieder Kursiv und Großschreibung genutzt wurde von Lovecraft. Kursiv hat er nur benutzt für, wenn er von das Ding gesprochen hat. Thing ist Kursiv. Und diese Kernaussage von Warren über die Leichen, die fest und fett ruhen. Das sind die einzigen Sachen, die hier in Kursiv sind. Und die Telefonstimme von Warren. Also alles, was durch den Telefonhörer quasi von ihm gesprochen wird, ist Kursiv. Ist Kursiv oder fett? Nee, ist Kursiv. Das ist ja bei uns in unserer Übersetzung, haben wir das ja auch gemacht, dass die kursiv ist. So, waschen, siehst du, da. Okay. Und das Einzige in Großbuchstaben ist, wenn Warren sagt, großer Gott, niemals hätte ich davon geträumt. Das davon ist Großbuchstaben. Und natürlich ganz zum Schluss das, was die Stimme sagt, du Dummkopf, Warren ist tot. Das ist auch bei Lovecraft in Großbuchstaben. Und das hat unser lieber alternativer Übersetzer vom Fester Verlag komplett gar nicht gemacht. Schade. Und was soll ich sagen? Also es gibt ja diese Stelle, wenn Warren in die Gruft hinabgestiegen ist, dann sitzt Carter ja oben auf seinem Grabstein und wartet und beschreibt diese dämonischen Schatten, die er ja von überall rantanzen sieht, und diese Prozession, und dass das ja alles nicht Schatten sein können, die von unserem lieben Freund dem Sichelmond hervorgerufen sein könnten, und dass das ja fast wie eine Prozession ist und gruselige Monolithen. Also dieses Ganze, was er sich da ja mit seinem schwachen Nervenkostüm heranspinnt. Ne? Ja. Fester war der Meinung, das streichen wir einfach mal komplett. Dieser gesamte Absatz kommt da nicht vor.
Er setzt sich auf seinen Grabstein, er wartet, er guckt auf seine Uhr und lauscht ins Telefon. Dieser komplette Absatz ist von denen gestrichen worden. Hm. Ja. Da gibt wenig Sinn. Ich war äußerst, äußerst irritiert, weil warum wieder mal? Ne? Also ist das jetzt wirklich ein Platzgrund gewesen? Das ist aber mau, weil das ist ja schon nicht uninteressant, ne? weil da ja einfach direkt nachdem Warren gesagt hat, hey, du bist so Nervenbündel, dich nehme ich nicht mit, Carter direkt beweist, dass Warren recht hat, indem er sich all diese Dinge einbildet, die da auf dem Totenacker rumschwirren. Mal abgesehen, gerade dieser Beschreibungspart ist ja noch der Lovecraft-eske. Ja. Abschnitt in der Geschichte, ne? Neben der Friedhofsbeschreibung und dann diese tanzenden Schatten und ja. Prozessionsdinge, das ja. ist ja wieder typisch sein Ding. Ja, ja, jetzt schon allein dieses, es schienen die grotesken Kultstätten und Monolithen eine abscheuliche Persönlichkeit anzunehmen, ne? Oder die blasphemisch-zeremonielle Prozession. Also das ist sehr Lovecraft-esque, aber Fester hat gesagt, nein, das streichen wir. Sehr schade. Ich bin mir sicher, sie hatten ihre Gründe. Genau. Das zum Englischen. Ansonsten haben wir wieder ein paar Alliterationen drin. Sind auch ein paar bewusste, aber keine spektakuläre. Sowas wie Nebulous Nature, Single Scene, was haben wir noch? Curious Creeping Weeds, A One Waning Crescent Moon. Also es sind schon ein paar drin. Hm. Aber nichts Spektakuläres. Und ansonsten halt wirklich mehr diese Beschreibung von Warren und wie sich seine Stimmlage verändert. Und tatsächlich eben das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass es ein etwas schlichteres Englisch ist, das er da benutzt. Es sind auch immer noch altertümliche Begriffe drin, auch immer noch ein paar schwülstige Sachen drin, aber lange nicht diese über eine halbe Seite gehenden, komplett Nebensatz-Schachtelsätze, die wir zum Beispiel bei Sarnath hatten. Ja, oh ja, scharfe Sätze. Ja, das war hier deutlich entspannter. Ein Absatz, ein Satz. Genau. Okay. Lieblingsstelle. Ja, also die Lieblingsformulierung hatten wir ja schon. Die haben wir ja schon am Anfang gesagt. Mhm. Meine Lieblingsstelle ist der allerletzte Absatz. Weil da auch wieder diese Wiederholung drin ist, die Lovecraft ja so gerne benutzt. Und das ist halt so cool. Er beschreibt ja die Stimme. Er sagt, was soll ich sagen? Soll ich sie irgendwie beschreiben? Und dann sagt er, es war das Ende meines Erlebnisses und ist das Ende meiner Geschichte. Ich hörte sie und dann weiß ich nichts mehr. Hörte sie, als ich versteinert auf diesem unbekannten Totenacker in dem Talkessel saß. Inmitten der bröckelnden Steine und der zerfallenen Grabstätten, der wuchernden Vegetation und der miasmatischen Dämpfe. Hörte sie aufwallen aus den innersten Tiefen dieses verdammenswerten geöffneten Gruft. Ne, dieses hörte sie fließt. Und dann steigert er das ja so. Und das fand ich echt super, um dann zu sagen, und dies ist, was sie sagte. Du Dummkopf, Warren ist tot. Und das war halt, nachdem man diese ganze Geschichte gelesen hat, immer, was ist passiert? Jetzt sag's doch endlich. Und dann kommt halt dieses, das hat's nochmal so richtig schön aufgebaut und dann bam. Hm. Fand ich richtig gut. Also den Spannungsbogenschluss, den fand ich, hat er schön gezogen. Was ist denn deine Lieblingsstelle? Naja, die Stelle, verflucht seien diese höllischen Dinge. Ah, Legionen. Mein Gott, hau ab, hau ab, hau ab. Ja, das war auch sehr geil, sehr dramatisch. Ne? Ne, das war schon, ich hätte niemals gedacht, dass es in der Lovecraft-Geschichte so eine Umgangssprache kommt, wenn es nicht gerade wahrscheinlich die Innsmiffer sind. Die Innsmiffer, ja, genau. Im englischen Original steht übrigens, Curse these hellish things, legions, my God, beat it, beat it. Beat it! Just beat it. Oh Gott. Oh, er hat wirklich den Michael Jackson gebracht. Oh Mann. Jetzt hast du wieder was für den Folgentitel. Ja? Ja, irgendwas mit Michael Jackson. So, ja, erzähl doch mal, was würdest du machen? Wie hieß das Michael Jackson-Lied, wo die auf dem Friedhof sind? Mit den Zombies und so? Boah, überfragt. Ich habe nie viel Michael Jackson gehört. Ich auch nicht. Das war nicht so. Okay. Es hatte ein paar coole, aber... Nach Virginia Jackson kommt jetzt Michael Jackson. So. Ja, eine schöne Stelle auch, auf jeden Fall. Also es gab viele gute Stellen da drin, fand ich. Und ich fand ja auch, ne, mit dieser Lieblingsformulierung, tropfend vom widerwärtigen Wundsekret des Erdinneren, das fand ich auch sehr geil. Ja. Ist übrigens aufgefallen mit dem
Salpeter verkrustet, das war wie bei der Alchemist. Stimmt, die Tür zum Kerker unten. Boah, ne, unten, bevor diesen aus Erde bestehenden Gang unter dem Turm, wo er auch untersteigt und ihm der Salpeter-Gestank in die Nase steigt, da musste ich sofort dran denken. Ja, stimmt, auch mit diesem Geruch, der kommt, als er die Tür aufgemacht hat. Genau, dieser Gestank und Salpeter, das war da sehr, sehr nah dran. Mal abgesehen davon, dass das überwucherte Grab ja wieder total wie das Grab ist. Ne? Und ja auch dieses Ganze mit Faszination für Tote und was ist da unten in dem Grab und es wird uns nicht gesagt, ist ja ein Motiv, das wir in The Tomb auch schon hatten. Ne? Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Nee, aber das war im Englischen, klang das auch schon sehr cool. Im Englischen steht da bei dem Stone Steps, dripping with some detestable ichor of the inner earth and bordered by moist walls encrusted with nitre. Mitre? Nitre? Salpeter. Ja. Salpeter. Aber das ist dripping with detestable ichor of the inner earth. Ne? So dieser Eiter. Eklig. Ja. Ja, sehr schön. Wie viele Tentakel würdest du denn geben? 8. Ich auch. Oh, wir sind schon wieder synchron. Ja. Mann. War bis jetzt einer seiner besten. Nö, ich finde Dagon immer noch besser. Hattest du dann eine 9 gegeben? Ich weiß gar nicht, ob ich nicht vielleicht sogar eine 10 gegeben habe. Ich bin mir nicht sicher. Denn da ist aber eine Fandom 10. Ja. Definitiv. Ich glaube, das war ja auch, das hatte ich glaube ich auch gesagt, meine inneren Cheerleader, die sich freuen, dass jetzt das kosmische Grauen losgeht. Nee, aber ich fand auch hier coole Spannung, cooles Setting, schöne Ideen. Definitiv eine gute Geschichte. Ja. 8 von Wundsekret tropfende Tentakel. Die sich durch Salpeter winden. 8 Salpeter verkrustete Tentakel. Sehr schön. Jam. Kann man Cheeseburger draus machen. Oder auch 8 von Telefondrähten umwickelte Tentakel. Ring. Die mehr, irgendeiner muss ja aufräumen hinter diesem Warren. Hier überall liegen jetzt Telefonkabel hier in unserer Gruft rum. Ach, das verfällt alles. Ich glaube nicht. Ja, sehr schön. Aber dann bin ich jetzt ja wirklich gespannt, was deine Rollenspielumsetzung ist und würde gerne mit dir ins Studierzimmer gehen. Ah nein, Entschuldigung. Hintergrund. Hast du denn noch tatsächlich Bröckchen aus dem Jahr 1919 zu Lovecrafts Leben gefunden oder zu... Abgesehen jetzt von dem, das war alles ein Traum und daraus habe ich eine Geschichte geschrieben, was du uns schon erzählt hast. Eine Sache gibt es tatsächlich noch. Nein. Und zwar ist HPL einem Club beigetreten. Oh Mann. Dem Hub Club. Hub Club. H-U-B. Ah, habe die Hub. Club. Huh. Ist ein Club von Amateurjournalisten der UAPA, wer hätte es gedacht. Verrückt. Ist ein bunt gemischter Zirkel, Männer, Frauen. Und es gibt tatsächlich einen kleinen Trivia-Fakt zu dieser Geschichte, allerdings stattgefunden 1920. Mhm, aber sag doch erstmal, was ist die Agenda des Hub Club? Was wollen die? Was machen die? Was ist das? Die treffen sich, reden über ihre Geschichten, tauschen sich auf. Ist halt so ein Lesezirkel wäre jetzt übertrieben, aber Schriftsteller-Austausch treffen. Okay, und weil ihnen nicht reicht zu sagen, hey, wir sind ein paar Freunde aus der UAPA, mussten sie einen Club gründen. Ja. Okay. Man kann sie ja nicht einfach so treffen, was sollen die Nachbarn denken? Nein, man braucht Briefpapier und Visitenkarten und kleine Clubraumzettelchen, die man an die Tür hängen kann, damit Mami einen nicht stört. Sie haben sich in der Wohnung von Winifred Jackson und 2 anderen Autorinnen getroffen. Ich sag ja, Clubzettel an die Tür, damit Mami einen nicht stört. Die haben eine eigene Wohnung. Ich weiß aber auch, dass es früher auch mal in Lovecrafts Keller, glaube ich, irgendwie stattgefunden hat. Oder in dem Keller von einem Freund, wo sie sich dann rumgeklüngelt haben. Kann sein. Naja, okay, also der Hub Club da. Genau. Da im Hub Club. Wenn wir da schon mal sind. Kleiner Trivia-Fakt zum Hub Club. Beziehungsweise zur die Aussage des Randolph Carter. Mhm. Und zwar wurde 1920 bei einem Hub Club-Treffen von der renommierten Schriftstellerin Edith Minetter eine Parodie auf die Aussage des Randolph Carter vorgelesen. Oha. HBL war im Raum. Er fand sie gut. Oh, ja, wir haben ja schon festgestellt, dass er auch mal über sich lachen kann. Ja, das war auch an diesen. Und es gibt wohl auch einige Stellen, wo sie seinen Stil perfekt pointiert auf die Spitze getrieben hat. So. So mit diesen
die Wagenbeschreibung und dass die Leute nichts wissen. Das hat sich alles aufs Korn genommen und er fand es richtig gut. Also so ein bisschen wie Simon von Game 2, als er seinen Beitrag zu The Shore gemacht hat. Ja. Das war ja auch großartig auf den Punkt. Ja. Ja. Witzig. Dazu das. Aber kommen wir, wann die Geschichte veröffentlicht wurde. Und zwar schon 1920 in einem guten alten Bekannten, den wir jetzt ja schon länger nicht mehr hatten. Mann, mir ist der Name entfallen. Es war schon so lange nichts mehr von ihm. Verlegt von Paul W. Cook. Ja, ich weiß, was du meinst. Da, wo auch Darkon veröffentlicht wurde? Ja, jetzt sag mir den Anfangsbuchstaben. Das ist ein V. The Vagrant. The Vagrant. The Vagrant, das war's. Bah, mir lag's auf der Zunge. Und zwar in der Mai-Ausgabe. Mm. Oh, das ist dann also nur 6 Monate später schon veröffentlicht worden. Korrekt. Mhm, seine Weihnachtsgeschichte. Er hat sie im Dezember geschrieben. Naja. Also so, wenn du so eine Staffel hast, so wie auch unsere Podcast-Staffeln, wäre das jetzt das Weihnachtsspecial. Weihnachten auf dem Friedhof. Yay. Glaube ich. Lovecrafts Weihnachtsspecial. Oh, Gottes Willen. Ja, ist mir als Folgentitel noch nicht knackig genug. Ist auch noch nicht Weihnachten. Hm. Ja, aber ist ja Lovecrafts Weihnachtsspecial, nicht unseres. Das sehe ich anders. Bei uns gibt es einen Eggnog. Und wir tragen dann Elchgeweih. Das ist nur, dass es keiner sehen wird. Ja, aber egal. Gut. Aha. Dann. Kann ich jetzt wissen, was du für eine Rollenspielumsetzung gemacht hast? Gehen wir jetzt ins Studierzimmer? Ja. Ja, da sind die Sessel bequemer. Wir begeben uns in unser Studierzimmer. An unserem eigenen Schreibtisch beschäftigen wir uns mit Möglichkeiten, das vorliegende Werk im Rollenspiel umzusetzen. Oder gibt es vielleicht schon eine Umsetzung? Anschließend schauen wir auf unseren Semesterplan. Was steht in der nächsten Folge an? So, ich nehme noch einen Schluck von meiner namenlosen Fassbrause und lass mir von dir erstmal erzählen, ob es denn Umsetzung schon zu die Aussage des Randolph Carter im Rollenspieluniversum gibt. Nein. Okay, also nichts Veröffentlichtes. Korrekt. Bist du dir sicher? Ja. Ganz in echt? Ja. Wirklich, wirklich kleiner Fingerschwur? Ja. Hey, mit dem Finger. Wir haben einen kleinen Fingerschwur gemacht. Wenn Jens jetzt im Nachhinein da noch wieder was zu machen muss, dann gibt's aber wirklich eine große Portion Totenasche auf sein Haupt. Wo willst du die herkriegen? Ah, ich finde doch schon was. Ich importiere die aus Indien. So wie das Buch. Ich glaube nicht, dass man sowas importieren darf. Ich habe Connections. Ja, ich auch. Also okay. Gut. Also ich will mich trotzdem zurücklehnen und meine Fasspause trinken. Dann fang du mal mit deiner Rollenspielumsetzung an, nachdem ich ja jetzt schon fast angetriggert habe, was du dir ausgedacht hast. Ja. Erzähl. Boah, du hast ja, der hat über eine halbe Seite geschrieben. Da ist es aber sehr ich 4 Sätze. Ich bin noch nicht komplett glücklich damit. Oh Mann. Okay. Gut. Also, ich würde die Geschichte mal wieder hinten an die... Nein, andersrum. Ich würde das Abenteuer hinter die Geschichte setzen. Aha. Es ist also passiert, Randolph Carter befindet sich in Polizeigewahrsam und wird dort auch erstmal bleiben. Warren ist verschwunden. Und entweder spielt man die Polizisten, die diesen Fall untersuchen, oder eine Gruppe von Leuten, die von der Familie von Warren angeheuert wird, um herauszufinden, was mit Warren passiert ist. Was ist da passiert? Weil er ist doch so ein kompetenter, gefestigter Mann. Der verschwindet doch nicht einfach. Ja. Er hatte so eine strahlende Zukunft vor sich. Genau. Und ich würde der Spielegruppe, wenn sie jetzt nicht gerade diesen Podcast gehört hat oder deine Geschichte, würde ich sagen, ich gebe ihnen die Geschichte von mir so. Das ist die Zeugenaussage, die haben wir von Randolph Carter. Lest euch sie durch, dann wisst ihr schon mal grob, was da so abgegangen haben soll. Natürlich mit dem Unterton von wegen so, der ist komplett gaga. Die Familie hat es erlaubt, dass man sich das Haus, die Wohnung von Warren angucken darf. So, dann bekommt die Gruppe die Möglichkeit, irgendwie dann mit Carter zu reden, der Geschichte aber ja nichts weiter hinzuzufügen hat. Außer das, was er halt schon niedergeschrieben hat, beziehungsweise es aufgezeichnet wurde. Man könnte einfach direkt den ersten Satz aus dieser Aussage des Randolph Carter nehmen. Ich wiederhole Ihnen, Gentlemen, dass Ihre Ermittlung fruchtlos ist. Ja. Mehr wird er nicht sagen. Und bei Warren werden sie ja dann auf diese überbordende Sammlung an unterschiedlichsten Büchern
treffen. Mhm. Dort wird sich dann zeigen, wie Multikulti die Ermittlergruppe ist, damit sie auch die anderen Sprachen wie Arabisch abdecken kann. Mhm, okay. Um dort natürlich Nachforschung anzustellen. Würdest du dann also so eine Art Liste an Informationen, die man aus diesen Büchern herausnehmen kann, zur Verfügung stellen? Oder wie genau. Würdest du das machen? Also ich würde es halt so machen, dass man halt, ne, Bibliotheknutzung kann mal richtig gut durchgewürfelt werden. Mhm. Ansonsten Bildung. Bildung, ja. Also du würdest es auch im Cthulhu-Regelwerk ansetzen? Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, das bietet sich voll an. Mhm. Kann man sicherlich auch in anderen Systemen, aber bei dem habe ich jetzt ganz klassisch Cthulhu vor Augen. Und dort kann in den Büchern kann man denn einige Textpassagen finden. Man findet raus, dass er dem Okkulten sehr stark verfallen ist, was ja nichts ungewöhnlich ist zu der Zeit. Aber man findet auch einige, sagen wir mal, etwas wahnhaftere Einträge und Notizzettel, die hier und da mal in den Büchern stecken. Wo denn mal sowas, kann es denn wirklich wahr sein? Ist das der Schlüssel? Ne, wo man mal so ein bisschen teasern kann. Mhm. Und letztendlich man dann zumindest grob zusammenbauen kann, okay, er strebt nach der Unsterblichkeit. Und er hat wohl auch in einem Buch, was er vor kurzem bekommen hat aus Indien, endlich hat er es gefunden. Er weiß, was er tun muss. Er weiß, wo er hin muss. Endlich. Dann bekommt die Gruppe den Hinweis auf diesen alten Friedhof. Und dass sie in, ich würde übrigens, hab's euch vergessen zu erwähnen, ich würde die Geschichte in Louisiana spielen lassen. Sehr schön, dann ist es auch ein sehr dramatischer Sumpf. Mhm. Schön im Bajou. Voll vergessen zu erwähnen, weil da gibt es ja auch Diskussionen drüber, über die Geschichte, wo sie denn stattfinden soll, ja, weil genau. Manche sagen, nee, irgendwie Neuengland, aber irgendwie passt das nicht, weil Zypressensumpf so weit im Norden sind es eher wenig. Mhm. Manche sagen Florida. Nee. Mhm. Ich nehme Louisiana. Und ja, sie finden heraus, dass sie zu einer bestimmten Mondkonstellation in diesem Zypressensumpf in der Nähe von, ich gucke mal kurz in meine Notizen, ich habe mir nämlich einen Ort rausgesucht. Fort Adams. Genau. Fisch am Spicken ist. Ist mein Job. Ich spicke bei dir, nicht andersrum. Ja, ich habe nur gesehen, Zypressensumpf von Fort Adams. Ja. Ich souffliere. Souffliere. Flüster, flüster. Mhm. Dort müssen die dann halt, wenn der Sichelmond in einer so und so Nacht am Himmel steht, müssen die dorthin gehen. Und dort im Sumpf gibt es einen Übergang in die Traumlande. Oh, also doch wieder zurück in die Traumlande. Jeder zurück in die Traumlande. Oh Mann. Finde ich, ist eine gute Erklärung. Beziehungsweise die Charaktere sollen es gar nicht mitkriegen, dass sie praktisch in die Traumlande wechseln. Oh, okay. Weil sie könnten vielleicht auch zu einem anderen Zeitpunkt ins Zypressensumpf gehen, drumherum alles ablaufen und feststellen, irgendwie ist hier nichts, ja, wie die Polizei es getan hat. Mhm. Nur in so einem bestimmten Dingern öffnen sich praktisch, wenn du über einen bestimmten Weg zwischen so zwei überwachsenen, zusammengewachsenen Zypressen, die dann als Portal bilden. Und vielleicht ist alles irgendwie von Nebelschwaden überwabert, miasmatische Gase, sodass man so ein bisschen das Gefühl hat, die Orientierung zu verlieren. Ja. Und dann gehst du praktisch unter diesem, durch dieses Zypressenbaumtor hinein, stellst fest, dass relativ kurz später der Fluss zurückgeht. Auf einmal tauchen Berge auf, die da gar nicht hingehören können. Die man vorher auch gar nicht gesehen hat am Horizont. Mhm. Cool. Und dann geht es bergab hinein auf den toten Acker, alte Gräber, wo ich dann so eine Geschichte aufbauen würde, dass da aus verschiedensten Jahrhunderten und Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte von Mini-Pyramiden, Gräber, Sarkophage, jüdische Gräber, diese typischen Plattengräber, wie es sie ja gibt, christliche Friedhöfe, auch so diese Mausoleumshochzeit mit ganz vielen Engeln, vielleicht auch ein bisschen was Gotisches, also so ein richtig buntes Menschengeschichten-Potpourri an Friedhof. Ah, ich wollte gerade fragen, könnte da auch ein Monument des Bokrug stehen? Von mir aus könnten da sogar zwei stehen. Oh Mann, zwei! Ja. Oh, zwei! Ja. Weil der macht das Doppel-Bokrug. Hm. Vereint. Wenn denn zum Super-Bokrug. Mit zwei Köpfen. Super-Saiya-Bokrug. dort müssen sie ein Grab finden. Das haben die auch in den Unterlagen gefunden. Und zwar von einem gewissen, ich spicke mal eben kurz, mal gucken, ob gerade wieder schneller ist. Nein. Wo habe ich den denn? Und zwar das Grab des François de Lavalette. Einfach ein random Namen. Achso, ich dachte, das wäre jetzt unser Dude aus dem Alchemisten, weil das war ja auch französisch. Das wäre doch eine gute Idee gewesen, habe ich auch nicht. Eine Chance verpasst. Ah! Ich mag den Nachnamen seit The Witcher 2. Mag okay. Ich die Lavalette als Nachnamen. Ich finde es ein stylischer Nachname. Ja, wenn man bedenkt, dass Wallet im Englischen Kassenbon ist. Franz der Kassenbon. Sehr gut.
Nein, auf jeden Fall. Schöner Name. Er kann ja vielleicht auch unser verrückter Alchemist sein, der hier seine Totenstätte bekommen hat. Man wird, erfährt im Alchemisten ja nicht, was aus seinem Leichnam geworden ist. Vielleicht haben irgendwelche Helferlein den über Nacht mitgenommen. Gab ja einen Geheimgang in die Burg. Ja. So, und dort müssen die dann das Grab aufstemmen. Ach, ich hatte ja voll vergessen. Also, sie finden natürlich heraus, ne, also, dass Warren will unsterblich werden und dafür muss er da drunter gehen und muss ein Ritual durchführen. Mhm. Allerdings findet er auch heraus, dass man es in, man muss es irgendwie da schaffen, was wohl dort unten sehr schwierig sein soll, dieses Ritual durchzuführen. Ansonsten verliert man seine Seele an die Präsenz, die dort unten haust. Also so ein Alles-oder-Nichts-Ding. So ein Alles-oder-Nichts-Ding. Mhm. Und wenn er dann auch praktisch noch diese Warnung, das wird mir ja nicht passieren, aber der so und so, der es geschafft hat, hat gesagt, wenn zu viele Seelen an diese Dunkelheit verloren gehen, wird die Legion hervorbrechen und die Welt der Lebenden zugrunde richten, so wie wir sie kennen. Sehr cool. Das ist sehr geil, weil das ist ja so ein, wenn ich es nicht schaffe, dann leiste ich einen Beitrag zum Ende der Welt und, oh nein, vielleicht ist meine Seele der eine Tropfen, der es fast zum Überlauf bringt. Das erklärt auch die Legion. Mhm. Sehr cool. So, und die Gruppe muss halt runter und entweder, je nachdem, wie kompetent sie sind, kann man natürlich, den easy way wäre natürlich, sie schaffen es, das Grab zu versiegeln, sodass es, die sich praktisch Zeit erkaufen können. Also sie haben einen Betonmischer mit in die Traumlande genommen. Nee, ich denke eher an was Magisches. Einfach nur zugießen, da werden die Legionen graben sich da raus. Ach. Das machen wir uns da nichts vor, da musst du einen magischen Schutz machen, sonst funktioniert das. Und sonst holen die Legionen ihre magischen Schaufeln raus und buddeln sich frei. Nee, magischen Dampfbohrer. Oder man muss halt hinuntergehen und dort an dem Ort, wo man normalerweise seine Unsterblichkeit erreichen kann, ein Ritual vollführen, welcher dafür sorgt, dass praktisch ein Teil der Seelen der Geopferten praktisch erlöst werden können und von dem Ort fortgerissen werden können. Also ein mächtiger Exorzismus. Ja, so in der Richtung, was allerdings, weil es halt das Wichtige ist, weil es halt auch ein Kulturismus ist, es gibt nicht diesen finalen Sieg, du kannst es final schlagen, sondern es soll immer dieser Punkt sein, von wegen so, du kannst es, entweder mit dem Sieg oder mit dem Ritual unten, kannst du es hinauszögern. Aber du weißt, wenn du wieder zurückkommst, da ist etwas. Aber genau, da ist etwas und irgendjemand wird wieder dorthin gehen, um sich die Unsterblichkeit zu holen. Guck mal, sie kommen aus dem Portal wieder zurück und sehen so eine Schlange von Leuten. Tja, na, ist das Portal schon auf? Ich hab Nummer 23, ich bin als nächster dran. Wie an der Fleischtheke samstags morgens. Ja. Und wir müssen da unten hingehen, werden dann von Kreaturen in der Finsternis bedrängt, ne? Laufen natürlich mit den elektrischen Laternen dort lang, können natürlich der Kabeltrommel, also dem Kabel folgen. Mhm. Wissen also, wo sie hin müssen. Mhm. Immer tiefer, verwundene Gänge, verschiedene Architekturen, Stile, bis sie in eine große Kammer kommen. Und dort müssen sie praktisch das Ritual dann beginnen. Und praktisch, wenn die damit anfangen, hört man Geraschel und Schritte von nackten Füßen in der Finsternis, welche näher kommen, Stöhnen und Schleifen von Krallen an den Steinwänden. Und letztendlich, wenn sie es nicht schaffen, beziehungsweise ne, kommen Kreaturen aus der Dunkelheit, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ich hatte mir so, ne, so augenlose Ghoul-Kreaturen oder irgendwie sowas in der Richtung halt vorgestellt, aber wirklich so das Perfekte, dafür habe ich noch nicht. Können auch irgendwas. Ich bin mir sicher, der Mythos gibt da was Cooles her für. Immer. Das auf jeden Fall. Ist ja auch die Frage, ob die auf den Menschen, die quasi ihre Seelen verloren haben, basieren, dass du halt immer noch menschenähnliche Kreaturen hast. Vielleicht auch mal zwei, drei zusammengewachsen oder so, deformiert. Da kann man ja alles Mögliche machen. Genau. Und die werden dann natürlich versuchen, die Gruppe daran zu hindern, das Ritual durchzuführen, weil sie von der bösen Präsenz, die diesem Ort heimsucht, gelenkt werden. Genau. Mhm. Und dort können sie dann das Ritual durchführen. Denn praktisch die Seelen, die sie praktisch gerade bedrängen in ihren Körpern, werden dann befreit. Aber es wird halt dann relativ schnell klar, dass es nur ein Sieg auf Zeit ist. Mhm. Und dann gehen sie still. Schöne Idee. Danke. Schöne ausgearbeitete Idee. Von mir bekommt ihr nur ein Tool, ein Werkzeug. Ah, ja, ich habe mir kein ganzes Szenario ausgedacht, sondern ich habe mir ein Stilelement überlegt, was ich auf jeden Fall mal ausprobieren möchte, weil ich es, glaube ich, sehr spannend finde. Als ich diese Geschichte gelesen habe, war ja dieses letzte Drittel am Telefon, dieses Ding,
Carter ist oben, Warren ist unten. Und Carter bekommt nur Warrens fragmentarische Berichte und kann ihm nicht helfen. Und das ist das Gefühl der Hilflosigkeit. Und ich habe mir überlegt, es ist ja immer im Rollenspiel so, dass der Spielleiter es wie die Pest hasst, wenn die Gruppe sich aufteilt. Ja. Weil das bedeutet, sie sind jetzt in alle Richtungen verstreut, machen unterschiedliche Dinge, du musst verschiedene Stränge aufmachen. Aber man kann das ja auch mal in einem kontrollierten Setting bewusst machen und als Spielleiter einsetzen und die Gruppe damit in so eine schwierige Lage bringen. Und zwar eben so, wie das jetzt bei Warren und Carter waren, entweder in einem Bergwerk oder in Höhlen, dass du halt deine Gruppe zweiteilst und der eine Teil ist halt oben, der andere Teil geht runter. Das kann man ja auch damit begründen, dass eben ein Teil oben bleiben muss am Telefon, falls da unten ein Notfall entsteht, dass man Hilfe holen kann, dass man aber zum Beispiel ja auch vielleicht eine Sauerstoffleitung noch versorgen muss, so wie es könnte auch ein Unterwasser-Szenario das, sein. Da habe ich auch gerade dran gedacht, dass da die zwei Leute, die da mit dem Anzügen nach unten über den Meeresgrund stapfen, werden die anderen die Pumpe bedienen. Die Pumpe bedienen müssen. Und das ist natürlich unter Wasser, ist es natürlich nochmal ein eingeschränkter in dem, was du so machen kannst und nochmal deutlich gefährlicher. Aber so dieses, dadurch hast du schon mal dieses erste, okay, die sind jetzt aufgeteilt und die Gruppe oben ist für die körperliche Unversehrtheit der Gruppe unten verantwortlich durch diese Sauerstoffleitung. Das muss halt funktionieren. Jemand muss diese Pumpe immer bedienen. Das darf nichts mit schief gehen. Und dann hast du es ein bisschen wie in Escape Rooms. Du hast ja oft in Escape Rooms dieses Prinzip, dass die Gruppe in zwei Räume aufgeteilt wird und man kann irgendwie so ein bisschen durch die Wände miteinander kommunizieren. Es muss irgendwie vielleicht auch mal so eine kleine Öffnung finden, wo man sich dann Sachen hin und her schieben kann, weil natürlich Gruppe A hat in ihrem Raum das, was Gruppe B in ihrem Raum braucht, um das Rätsel zu lösen. Ja. Und dieses Prinzip kannst du da ja auch machen. Also die Gruppe, die unten ist, die beschreiben und erleben im Prinzip das, was jetzt das Rätsel oder das Unbekannte ist. Ich könnte jetzt zum Beispiel Juan Romero nehmen, ja, wo wir diesen Einsturz auch in dem Höhlensystem hatten und wo wir dann auch oben die Leiche von Juan Romero hatten und den Protagonisten, der das alles erlebt hat. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, die Gruppe geht runter in das Höhlensystem. Die können da unten dann nur die Kreaturen, die um sie herumschleichen und irgendwie Wandmalereien oder sowas finden und müssen das beschreiben. Und die Gruppe oben kann zum Beispiel Zeug befragen, versuchen Recherchen anzustellen, um der Gruppe unten dann Hinweise zu liefern. Und ich würde das auch wirklich am Spieltisch so machen, dass man eine Sichtblende aufbaut. Das muss ja jetzt nicht sein, dass die Leute sich komplett nicht mehr sehen können, aber dass zum Beispiel die Tischmitte, dass du da einfach so einen hohen Sichtschutz hinbaust, Spielleiterschirme oder so, dass die sich auch gegenseitig ihr Spielmaterial nicht zeigen können, sondern sie müssen es sich beschreiben. Dadurch können ja auch schon Missverständnisse entstehen und es wird schwierig, das alles hinzukriegen. Der Spielleiter kann dann zum Beispiel nicht sagen, ihr findet Wandmaler rein und die sehen so und so aus, sondern er gibt den Leuten dann einfach Bilder. Die sehen also, was sie da unten sehen, müssen es aber den Leuten oben dann wieder beschreiben. Und die oben müssen versuchen, eine klare Vorstellung davon zu bekommen, um dann zu recherchieren. So. Und Dinge einfach durchzutauschen. Und du kannst es auch so machen, damit das für die Gruppe oben nicht so ein reiner Recherche-Redepart ist. Die müssen ja die Sauerstoffversorgung bedienen. Und du kannst das auch durchaus machen, dass es da oben Überfall gibt oder auch da oben Kreaturen auftauchen und die Gruppe bedrängen. Und die müssen es dann hinkriegen, sich selber zu verteidigen, aber gleichzeitig auch unten weiter die Sauerstoffzufuhr zu gewähren. Also du erzeugst immer wieder so Notsituationen und so ein Kommunikationsprobleme und so. Und ich glaube, das könnte ein echt spannendes Stilelement sein, wenn du das nimmst und da ein passendes Abenteuer zu baust. Also wirklich, du könntest es auch sonst auch machen, dass die Leute in die Höhle runtergehen und die dann zum Teil einstürzt, damit die so ein bisschen abgeschnitten sind, damit die nicht einfach sagen, oh ja, hier ist ein Problem, wir kommen mal wieder hoch. Also dem muss man natürlich irgendwie vorbeugen. So. Aber unter Wasser könnte auch sehr cool sein, ist ja auch sehr Cthulhu-esque. Und wenn du da halt ein bisschen tiefer gehst, können sie auch nicht einfach so mal eben wieder auftauchen, weil sie dann erst Druckausgleich machen müssen und so. Nicht Sinking City Style mit fast draufgehen. Oh, bescheuert. Ja, genau, aber das ist mir so, als ich das gelesen habe, in den Kopf gekommen. Wenn man jetzt nicht am Tisch spielt, sondern zum Beispiel via Discord oder Skype spielt, kann man ja auch zwei verschiedene Chaträume einrichten für die Gruppen, wo sie ihr Material zu sehen bekommen. Da ist es dann natürlich noch passender. Das funktioniert natürlich bei Skype dann auch sehr gut. Ja. Weil die dann ja auch räumlich wirklich nicht zusammensitzen. Das stimmt. Ja. Mein Gott, ein Profi, nicht zusammenzuspielen. Ja,
Also ein Pro für das virtuelle Rollenspiel. Ja, ja. Wahnsinn, dass es das gibt. Siehst du mal. Genau, also ein Stilmittel für euch, kein ausgearbeitetes Abenteuer. Aber von Jens ein ausgearbeitetes Abenteuer. Ja, aber ihr seid jetzt vorgewarnt, es wird vielleicht mal Geschichten kommen, wo ich sage, nö, da mache ich jetzt nicht zu, weil das wollen wir spielen und dann kriegt ihr dann einen Spielbericht. Aha, ich hätte jetzt gesagt, da musst du dir halt zwei Umsetzungen ausdenken. Das kann ich auch, aber das ist ja blöd. Ja gut, du kannst das natürlich machen, sie dann vertrösten, aber dann musst du auch einen Spielbericht liefern. Das mache ich dann auch. Ja, auf jeden Fall. Was kommt beim nächsten Mal? Hast du noch nicht auf den Semesterplan gespickt gerade? Nein. Ah, okay. In der nächsten Folge hören wir Der schreckliche alte Mann. Stimmt, habe ich, ja, The Terrible Old Man. Genau. Ist gerade, habe ich auch schon von Niklas die Übersetzung zugeschickt bekommen. Der Junge ist unfassbar fleißig. Das heißt, da wird es auch ein Hörbuch zu geben. Sehr cool. Ich hoffe, dass ich bei dem nicht so viel schreien, fluchen und wimmern muss wie bei Randolph Carter. Ich war ganz schön angeschlagen danach. Das war sehr anstrengend, das Hörbuch einzulesen. Aber das macht ja Spaß. Jens, an dieser Stelle wieder, bevor wir in unser Studentenwohnheim gehen, ja. Wie können uns unsere ZuhörerInnen denn unterstützen? Und zwar könnt ihr uns unterstützen auf Steady. Steady.hq/ wir lesen Lovecraft. Jedes Mal. Ihr findet es in den Shownotes. steadyhq.com/ wir lesen Lovecraft. Dieses blöde .com. Ja, ich habe beim letzten Mal auch .de gesagt. Also ihr findet es in den Shownotes und auf unserer Homepage. Ja. Den Link zu unserer Steady-Seite, wo ihr uns ein bisschen ein paar Kröten in den Hut werfen könnt, damit wir unsere laufenden Kosten irgendwann mal abgedeckt bekommen und uns vielleicht mal ein neues Mikro kaufen können. Ja. Sehr cool. Vielen Dank an die, die uns bereits tatkräftig unterstützen. Den danken wir im Studentenwohnheim. Ich weiß, aber ich wollte schon mal gesagt haben. Ja, genau. Es ist ganz toll, dass ihr das macht. Und dann liked, wo ihr könnt, kommentiert, wo ihr könnt, bewertet uns, wo ihr könnt, empfehlt uns euren Freunden oder in euren Gruppen. Social Media freut sich. Ja, genau. Und das könnt ihr machen bei Facebook, Instagram, YouTube und Spotify. Ja. Da findet ihr uns nämlich auch. Und Apple unsere Podcast. Homepage. Apple Podcast nicht vergessen. Ja, genau. Die ganzen Podcasts, die abgegriffen werden über unseren RSS-Feed. Das ist ja nicht nur Apple Podcast, aber da könnt ihr uns auch bewerten. Ja. Und ihr könnt natürlich auch unsere Community-Projekte unterstützen. Die da wären, wie Niklas Bischofberger das ja auch macht, Texte von HPL aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen, damit wir dann Hörbücher dazu machen können, weil wir ja keine Lizenzen an schon vorhandenen Übersetzungen halten und man ja auch sieht, uns ist es sehr wichtig, möglichst nah am Original zu bleiben, anderen Übersetzern nicht so unbedingt. Genau, also das ist schon. War doch mal eine Spitze. Nein, es ist ja auch okay, wenn jemand interpretiert oder meint, das kann ich jetzt weglassen, aber das finde ich ist nicht mein Anspruch und Niklas zum Beispiel auch nicht. Wir tauschen uns da ja aus. Wir versuchen halt so nah wie möglich dran zu bleiben. Deswegen lassen wir ja auch immer mal so Begriffe wie Kenotaphe oder Miasma drin, einfach weil das ja dieses altmodische von Lovecraft auch sein Stilmittel ist. Ja, aber das könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr uns Übersetzungen anfertigt. Das ist auch eine coole Sache. Oder vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen. Macht Memes, GIFs, Zeichnungen. Tobt euch aus. Bereichert unser Podcast-Universum. Für Memes und GIFs gibt es eindeutig zu wenig Bild- und Video-Content von uns. Ja, muss ja nicht von uns sein. Tumido. Reicht mir zu Cthulhu Lovecraft. Und da gibt es ja eine Menge. Hashtag wir lesen Lovecraft. Genau. Hashtag, Hashtag. Hashtag Raute. Hashtag Raute, oh, sehr schön. Hashtag previously known as Raute. 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 Und damit rauten wir jetzt ins Studentenwohnheim zu unserer Community. Happy Hall. Happy Hall. Wir begeben uns in unser Studentenwohnheim, in den Gemeinschaftsraum. An unserem schwarzen Brett schauen wir, ob unsere Community, also ihr, uns Nachrichten hinterlassen habt. Außerdem küren wir die EhrenstudentInnen des Monats und bedanken uns bei all unseren UnterstützerInnen. Oh, ich glaube, jemand hat den Bierfleck aus dem Sofa rausgemacht. Das sieht sauber aus. Wahrscheinlich hat ein Bewohner sauber gemacht, um unsere neueste Kultistin zu begrüßen. Also ich hätte nur einen Flicken drauf genäht. Und das ist der Grund, warum in WGs es oft Krieg zwischen Frauen und Männern gibt. Ich verstehe das Problem nicht. Das Klo ist sauber. Okay, also wir haben wieder einen neuen
ein neues Namensschild in unserem Studentenwohnheim. Das ist so cool. Im Moment ist es pro Folge ein Neuzugang. Das darf gerne so bleiben. Fühlt euch animiert. The sky is the limit. Also wir haben ja vorhin schon im Studierzimmer gesagt, ihr könnt uns bei Steady unterstützen. Da haben wir 4 verschiedene Stufen eingerichtet, je nachdem, wie viel ihr uns sponsern wollt. Ihr könnt als Studentin einen kleineren Betrag reinschmeißen, als Tutorin schon etwas größeren. Dann gibt es die Novizin, die schon ambitionierter sind, und die völlig verrückten KultistInnen, die einen richtig großen Betrag stiften. Mega. Und was soll ich sagen? Wir haben eine neue Kultistin an Bord, Jens. Ja. Und deswegen danken wir jetzt unserer Community. Wir danken unserem Kultisten der ersten Stunde, Niklas Säuel. Wir danken unserer Tutorin Fiona Whitehead, unserer Tutorin Isabel Schönecker und heißen herzlich willkommen unsere neue Kultistin Lisa Majkowski. Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ja, super cool. Und Lisa hat uns auch eine E-Mail geschrieben. Und sie schreibt: Es freut mich, dass ich einen Beitrag zu eurem Podcast leisten kann. Ich finde es schön, wie ihr euch für die Geschichten Zeit nehmt und auch viele Side-Facts dazu steuert. Auf diesem Wege bekommen die Geschichten noch viel mehr Tiefe für mich. Smiley. Ich finde es außerdem gut, wie ihr auch Kritik übt, aber die Geschichten auch immer in einen Kontext setzt. Ich freue mich außerdem auf weitere Sonderfolgen. Sehr spannend, wo HPL seine Tentakelabdrücke überall so hinterlassen hat. Zwinker-Smiley. Vielen Dank für das Lob. Das ist ja genau das, was wir machen möchten. Genau. Hintergrundwissen, Fun Facts und eine konstruktive Kritik und ein in den Kontext setzen der Geschichten. Wo wir ja auch schon gemerkt haben, dass bei einigen Geschichten das echt aufwertend ist, ne? Auch was die Bewertung der Geschichte angeht. Ja, ach so, du meinst, ja, wenn man nur die Geschichte lesen würde, würde man sagen, so wie Juan Romero, wenn man dann so denkt, oh, der hat die nur an einem Tag geschrieben. Gar nicht mal so schlecht. Ja. Ja, das stimmt. Das ist auch, finde ich, für mich immer wieder sehr spannend. Und dann, zwar schon gemacht, danke ich aber trotzdem nochmal an dieser Stelle auch hier auf dem gemütlichen Sofa nochmal Niklas Bischofberger, der weiter fleißig für uns übersetzt. Mhm. Der schreckliche alte Mann ist fertig, The Tree ist fertig und er ist gerade bei Die Katzen von Ulta. Oh. Ja, mächtig im Voraus. Ja, ich habe auch immer ein schlechtes Gewissen, weil ich manchmal hinterherhinke daraus, dann die Übersetzung fertig zu machen und die Hörbücher zu erstellen. Ja, aber ich gebe mir Mühe. Ja, dann haben wir für die letzte Geschichte, das Verderben, das über Sarnaf kam, auch einen Tentakelindex. Ja. Und der besteht, wenn ich das bis jetzt richtig gesehen habe, aus 7, 7, 9 und 5. Und damit bekommen wir einen durchschnittlichen, gerade gezurrten Tentakelwert von 7. Für das Verderben, das über Sarnath kam. Also völlig deckungsgleich mit uns. Ja. Unsere Community gleicht sich auch mit uns an. Verdammt. Ich finde das gut. Ja, genau. Dann bin ich jetzt sehr gespannt, weil ich glaube, du hast einiges auf dem Zettel. Ja. Er grinst schon voller Vorfreude. Denn jetzt kommen wir zu YouTube Jens. Er bringt die Kommentare aus der Community. Ring, ring. Das ist jedes Mal wieder putzig. Ja, auch raus. Gut, und zwar wart ihr fleißig auf YouTube. Kost vegan, natürlich wieder mit dabei. Super. 7 von 10 schwabbelnde Lippen, Tentakeln. Danke für die Spoilerwarnung. Mein Spielleiter hat schon lange angekündigt, dass er Prag mit uns spielen will. Danke mal wieder für eure gute Arbeit. Hat mir gestern die lange Schicht versüßt. PS und Grüße aus der grünen Kombüse. Ja, stimmt, weil wir hatten ja letztes Mal bei Instagram die grüne Kombüse, die kommentiert hat und wussten nicht, dass sich dahinter auch Kochs vegan verbirgt. Also auf beiden Plattformen unterwegs mit uns. Sehr schön. Ja, dann wieder mal Grüße in die Schicht und hoffentlich hast du heute mit uns wieder abwechslungsreiches Arbeiten gehabt. Dann 17 Isabel 11. Vielleicht ist es ja unsere Tutorin. Das könnte ja sein. Man weiß es nicht. Man weiß es ja nicht. Ja, mal gucken. Bei den schwabberbabbelnden Lippen musste ich doch sehr lachen. Zur Community-Frage. Ich hatte eigentlich bis vor kurzem noch die Einstellung, dass es doch normal und nicht der Rede wert sein sollte, dass eine LGBTQ
Plus Community gibt und diese Menschen sich auf eine bestimmte Art und Weise definieren. Sei es persönlich, mental oder auf die sexuelle Orientierung bezogen. Das gehört genauso zum Leben dazu wie das Atmen und Essen. Jedoch dürfte ich aus engstem Freundeskreis erfahren, dass die Akzeptanz nicht so weit verbreitet ist, wie ich und auch die betroffene Person angenommen haben. Daher habe ich mich gefragt, ob es für mich persönlich in meinem Leben einen Unterschied macht, mich proaktiv und solidarisch und nicht nur neutral gegenüber der LGBTQ+-Community zu zeigen. Und siehe da, für mich macht es keinen Unterschied, jedoch für die Betroffenen. Bitte mich aber auch nicht falsch verstehen, jede neutrale Haltung ist bei weitem besser als eine ablehnende. Das stimmt. Das war ja eine Antwort auf unsere Frage, weil es ja auch Kritik gegeben hat, dass wir die LGBTQ+-Fahne im Hintergrund unserer Tentakel genutzt haben, um ein Statement zu machen. Jemand gesagt hat, dass es doch heute selbstverständlich sei und man da jetzt nicht noch sowas machen müsse. Und da haben wir ja gefragt, wie da eure Meinung und Erfahrungen so sind. Und ja, das ähnelt dem, was ich selber auch so als Bauchgefühl habe. Für viele Menschen ist es eine Selbstverständlichkeit, aber für die Betroffenen leider oft noch nicht. Und jede ablehnende Haltung fällt natürlich auch stark auf, ne? Ja. Und wir sehen ja in unserem europäischen Umfeld, dass es nicht selbstverständlich ist. Und alleine deswegen ist es, finde ich, schon wichtig, Flagge zu zeigen. Ja. Vielen Dank für deine Rückmeldung, Isabel. Ja, vielen Dank. Mhm. Dann Danis Häkelstübchen. Yay, Folge 13. Lieben Dank für die wirklich tolle Aufarbeitung der Geschichte. Es hat wieder viel Freude gemacht, euch zuzuhören. Gerade wenn man vorher erst die Geschichte gehört hat. Für die Geschichte möchte ich tatsächlich 9 grünschleimige Tentakel geben, da sie mich für eine kleine Zwischensequenz für meine kleine Pen-and-Paper-Runde inspiriert hat. Sehr schön. Bin auf die nächste Folge gespannt und ach, ehe ich es vergesse, mein Arbeitswesen grüßt euch herzlich zurück. Er hat sich gefreut, auch mal liebe Grüße ausgeredet zu bekommen, anstatt dass immer nur in Eile alle darüber hinweg eilen. Genau, wir hatten letztes Mal Danis Arbeitsweg gegrüßt, weil sie uns auf selbigen ja immer hört. Ja. Also, Grüße wieder auf den Arbeitsweg und danke für die Freude und die Komplimente. Ja, dann Lisa May, vielleicht unsere neue Kultistin. Das finde ich äußerst wahrscheinlich, weil sie ja Lisa Majkowski heißt. Jetzt bin ich bei der aktuellsten Folge angekommen und ich muss erst einmal warten. Trauriger Smiley. Oh, Nachschub ist da. Ich habe euren Podcast vor circa einem Monat entdeckt und hatte seither viel Freude damit. Ich finde es super, wie ihr euch für jede Geschichte die Zeit nehmt, sie ausführlich zu besprechen. Aber auch die Sammelfolgen mit den kleineren Geschichten finde ich gut. Ich freue mich auf viele weitere Folgen. Sehr cool. Da haben wir auch mal eine Rückmeldung zu unserem Wir machen 2 Geschichten in einer Folge. Ja. Können wir weitermachen. Eine Pro-Stimme gegen keine Gegenstimme. Genau, Enthaltungen werden als positiv gewertet. Na, dann hätten wir ja 300. Ja. Auf Wiederfroh. Ahoi. 5 von 10 Tentakel. Story okay, aber mir fehlt etwas Detail, was dort eigentlich am Ende passiert ist. Mein Spielvorschlag, siehe meine Brettspielidee von letzter Woche, die spielt dann in Sarnaf. Da kriegt man denn auch etwas Cthulhuide rein. Ja, genau. Ophilafo hatte letztes Mal ja auch eine Brettspielidee in die Kommentare gepostet. Hm. Ich habe sie dann Manipuli genannt, weil man ja Leute manipuliert. Hm. Und jetzt haben wir also das Sarnafsche Manipuli. Ja, und dann Frederik Schmidt. Ich bin verblüfft, dass für die religiöse Schmähung alter Götter der Buddhismus und nicht das Christentum als erstes Beispiel herangezogen wird. Ja, daraufhin habe ich geantwortet. Ja. Moin. Ja, die Assoziation mit dem angepinkelten Baum kam mir spontan. Daher habe ich da kein Ranking gehabt. Aber Jens hat dann ja noch ein christliches Beispiel gebracht. Wie viele Tentakel würdest du denn der Geschichte geben? Ja. Daraufhin hat Frederik geschrieben, 7 von 10. Aber ich bin auch etwas voreingenommen. Mir gefällt eigentlich fast alles, was Lovecraft gemacht hat. Sogar das objektiv Schlechte. 7 von 10 ist, denke ich, aber relativ objektiv. Hm. Sehr schön. Ich glaube, dass dir zuerst der Buddhismus eingefallen ist, liegt an deinem Studium. Ne? Ja, das stimmt. Ich habe ja klassische Indologie studiert und da in dem Kontext. Es war halt einfach, weil wir ja auch
ja, wie sind wir auf Baum am Pinkeln gekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann ploppte dieses Beispiel in meinem Kopf auf. Und ich dachte so, ja, ist das wie damals in der schamanistischen Naturreligion, die vor dem Buddhismus war, wo der Dude ja wirklich den Baum angepinkelt hat. Deswegen ist mir nicht erst das christliche Beispiel eingefallen. Ja. Ich bin halt nicht eurozentristisch eingestellt. So. So. wir haben auf Instagram eine Rückmeldung bekommen. Und zwar hat der Torben 86 geschrieben. Der Torben hatte auch vorher schon mal einmal fleißig alle unsere Bilder durchgeliked, was ich mal sehr geil finde. Und er hat geschrieben, hab euch gestern beim Stöbern in meiner Podcast-App gefunden. Ihr habt mir die letzten beiden Arbeitstage echt versüßt. Mach weiter so. Ich freue mich auf neue Fahrten auf den Spuren des unaussprechlichen kosmischen Schreckens. Das finde ich ja echt witzig, dass jetzt drei Leute unabhängig voneinander geschrieben haben, dass wir ihnen was versüßt haben. Wir haben Dani und der Torben jetzt den Arbeitsweg versüßt und Kochs Vegan versüßen wir die in Arbeitsschichten. Ja. Ja, sehr schön. Süße Grüße aus Arkon. Und dann haben wir bei Facebook wieder einen Kommentar. Und zwar geht der Gruß wieder raus an die Badewanne von Rory McLeod. Der schreibt, cool, muss morgen nach NRW fahren. Dann habe ich ja in diesen Zeiten eine interessante Folge vor mir. Ich nachgedacht habe, Mann, das passt ja zu Sarnath, was ja auch überschwemmt wurde. Oh Mann, haben die. Nein, das ist. Nein, das machen wir nicht. Furchtbare Sache, die da unten passiert ist. Ich bin froh, dass es meiner Familie in NRW gut geht. Ja. Ja. Die haben echt Glück gehabt. Ja. Sie haben alle Bokrug angebetet, von daher kann es daran nicht liegen. Und jetzt hast du ihn da noch gebracht. Ja, ich freue mich auch. Naja, und dann haben wir Kevin Seher. So heißt der Nickname, der einmal alle unsere Fotos durchgeliked hat bei Facebook. Hm. Auch cool. Bitte macht weiter. Füttert den Tentakel-Algorithmus mit unseren Fotos und Beiträgen. Ja. Erzählt ihm, dem Algorithmus, wie sehr ihr uns liebt. Ja, vor allem macht es jetzt. Denkt dran, es wird jede Woche werden es mehr Posts. Das heißt, ihr müsst umso mehr durchliken. Also bringt euch doch direkt auf Stand und liked dann einfach konstant jedes Mal, wenn was Neues kommt. Dann müsst ihr das nicht nacharbeiten. Aha, hier kommt der Profi-Tipp. Ja, Profi-Tipp. Einfach mal abarbeiten. Sehr schön. Ja, ich glaube, das war unsere Community-Arbeit. Ja. Ich habe sonst jetzt nichts mehr auf dem Zettel. Ich auch nicht. Sehr schön. Dann wird es Zeit für die Verabschiedung. Ja. Träumt nicht von salpeter-verkrusteten Tentakeln. Ich komme jedes Mal unvorbereitet auf dieses Ende zu, während Katja immer irgendwelche witzigen Wortspiele hat. Es ist immer der gleiche, Jens. Du musst dir einfach auch einen Signature-Move überlegen, dann hast du keine Probleme mehr. Naja. Jetzt ist der Druck extra hoch. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt die Folge genossen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, in 2 Wochen, wenn es wieder heißt, wir lesen Lovecraft.